100 Milliarden Sondervermögen. Das ist eine nachholende Entwicklung, das muss man ganz einfach sagen. Das ist eine nachholende Entwicklung. Das ist, wird ja oftmals gesagt, das ist Aufrüstung. Das ist letzten Endes Quatsch, weil es Ausrüstung ist. Was die Sanktionen angeht, die Bundesregierung hat ja nicht auf meinen Rat gehört. Also wir haben ja nur bedingt Sanktionen gemacht. Wir haben deshalb kaum russisches Gas. Ich sage kaum, weil natürlich doch einiges an russisches Gas als Flüssiggas nach wie vor nach Europa kommt. Mein Problem ist, dass ich sage, das wird mit Putin nicht funktionieren. Ja? Also glaube ich sozusagen, dass dann die Möglichkeit besteht, dass sozusagen irgendjemand, ich sage es ganz, ganz brutal, sind wir noch live? Ja, ist egal. Schönen guten Abend. Bin ich gut zu verstehen, auch in der allerletzten Reihe? Machen Sie verzweifelte Handbewegungen, wenn das nicht der Fall sein sollte? Alles klar, Dankeschön. Mein Name ist Bernd Villhauer, ich bin der Geschäftsführer des Weltethos-Instituts und heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist, glaube ich, wirklich ein besonderer Abend. Auch für uns ein ganz besonderer Abend. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, warum wir das für sinnvoll halten, dass am Weltethos-Institut eine solche Veranstaltung stattfindet. Die meisten von Ihnen werden wissen, das Weltethos-Institut ist eine Einrichtung für Wirtschaft und Unternehmensethik. Sie sind ein Teil der Universität Tübingen. Wirtschafts- und Unternehmensethik in globaler Perspektive, der Denktradition von Hans Küng folgend. Das ist also unsere eigentliche Aufgabe. Und innerhalb dieser Aufgabe, dieses Aufgabenfeldes, stellt sich für uns immer wieder die Frage, wie wertebasiertes, werteorientiertes Handeln möglich ist in verschiedenen Kontexten. Bei uns vor allem ökonomische Kontexte. Meine Spezialität sind Aktienmärkte, Investment. Da gibt es immer viel über Werte nachzudenken. Aber auch viele andere Bereiche, die wir eben in unserer Arbeit versuchen abzudecken. Und das wertebasierte Handeln, die Orientierung an Werten, ist natürlich auch gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik eine ganz wesentliche Dimension. Die Diskussion, die wir erleben im Augenblick, die ein bisschen hin und her pendeln zwischen eher idealistischen Konzepten und solchen, die sich als realpolitisch selbst verstehen oder präsentieren, sie verfolgen das alle, das ist durch den Ukraine-Krieg nochmal ganz, ganz stark angefacht worden und verstärkt worden. Eine Diskussion, die uns tatsächlich alle betrifft. Wir denken an Namen wie Henry Kissinger zum Beispiel oder wir denken daran, dass versucht wird, feministische Außenpolitik zu betreiben. Was bedeutet das? Welche Art von Wertegrundlage, welche Art von realen Umsetzungsmöglichkeiten ergeben sich denn, wenn man sich solche Aufgaben stellt? Das Weltethos-Institut ist diesen Fragen in vielerlei Hinsicht verbunden, auch unter anderem durch das Cassandra-Projekt, das hier im Haus Professor Wertheimer, Jürgen Wertheimer, über viele Jahre durchgeführt hat. Auch Cassandra hat ja versucht, Prognostik, Forecasting auf neuen Grundlagen zu ermöglichen, hier vor allem durch Literaturanalyse. Auch das Cassandra-Projekt war ganz eng verbunden mit verteidigungspolitischen Fragen, wurde seinerzeit vom Bundesministerium für Verteidigung auch gefördert. Also auch da sind wir quasi in einer gewissen Tradition. Und deswegen freue ich mich außerordentlich, dass wir heute Abend zwei Experten, kann man wirklich sagen, in diesem Bereich zu Gast haben können. Das sind Fragen, die natürlich Strategie betreffen. Es sind strategische Diskussionen, die wir hier führen. Und gemäß einer bekannten Definition der Strategie von Moltke ist die Strategie die Fortbildung des ursprünglichen leitenden Gedankens entsprechend den sich stets ändernden Umständen, Verhältnissen, sagte er, den sich stets ändernden Verhältnissen. Ich glaube, die beiden Fachleute, die wir heute hier zu Gast haben dürfen, zeigen, dass man auf diese sich stets ändernden Verhältnisse immer wieder neu und kreativ reagieren kann, von politikwissenschaftlicher Seite, aber auch von ökonomischer Seite. Es ist vielleicht unnötig, Sie hier vorzustellen, aber ich tue es trotzdem ganz kurz für diejenigen, die keinen Fernseher haben, die nichts lesen über Außen- oder Sicherheitspolitik, sei ganz kurz gesagt, wir haben heute zu Gast Herrn Professor Dr. Carlo Massala. Erst nochmal herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Herr Professor Massala ist seit 2007 an der Universität, originell, vielleicht versuchen Sie es drüben. Okay, hier kommen die Fotografin, das ist natürlich ganz wichtig. Herzlich willkommen. Herr Professor Massala ist seit 2007 an der Universität der Bundeswehr in München tätig, als Professor für internationale Politik. Er ist Direktor des METIS-Instituts für Strategie und Vorausschau und unter anderem viele Funktionen assoziierter Direktor für Krisenfrüherkennung, CIS-Bereich, und seit 2020 auch Projektleiter des Kompetenzzentrums Krisenfrüherkennung.
zahlreiche Mitgliedschaften, Veröffentlichungen, Bezüge, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen hier wiedergeben kann. Ich gebe eine ganz kurze biografische Auswahl. Seit 2009 gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft für den gesellschaftswissenschaftlichen Anteil der Sicherheitsforschung an. Er war 2015 bis 2017 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist ganz ohne Zweifel in den letzten Jahren, nein, eigentlich schon fast seit er öffentlich tätig ist, so etwas wie ein Public Intellectual gewesen und ist es immer noch. Wir alle kennen ihn aus diversen Talkshows, Expertenrunden etc. Hörenswert sicherlich für mich, ich bin großer Podcast-Fan, der Podcast Sicherheitshalber mit Thomas Wiegold, Frank Sauer und Ulrike Franke. Lesenswert natürlich alle seine Bücher, zuletzt Weltunordnung bei C.H. Beck. Und wir können uns freuen auf Bedingt abwehrbereit, Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Das wird, glaube ich, Mitte Oktober auch wieder bei Beck erscheinen, oder? 12. Oktober. Also 12. Oktober, neues Buch von Herrn Marsalla. Herr Professor Bachmann, Professor Dr. Rüdiger Bachmann, ist Volkswirtschaftler und er ist ein schönes Beispiel für einen wirtschaftspolitisch interessierten und engagierten Makroökonomen mit einer ökonomischen Mehrfachkompetenz. Er ist nach verschiedenen Professuren in Deutschland und in den USA nun an der sehr renommierten US-amerikanischen University of Notre Dame tätig. Ab 2014 war er dort zunächst Associate Professor für Wirtschaftswissenschaften. Dann, seit 2020, ist er, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Stephen Family College Professor, ist das korrekt? Okay, Stephen Family College Professor of Economics. Er war außerdem Gastdozent bzw. Gastprofessor an den Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften der University of Pennsylvania, der University of Michigan, der Harvard University und der Yale University. Also Sie sehen, der Goldstandard der amerikanischen Forschung und Lehre. Herr Bachmann ist gleichermaßen in Deutschland wie Amerika in wichtigen Gremien und Vereinigungen tätig, zum Beispiel im Verein für Sozialpolitik, auch publizistisch, zum Beispiel seit 2018 als Associate Editor des Journal of Economic Dynamics and Control und seit 2019 als Herausgeber für die Perspektiven der Wirtschaftspolitik. Auch hier gäbe es zahlreiche weitere Publikationen zu erwähnen, vor allem eine Fülle von Aufsätzen in zahlreichen renommierten Fachjournalen zu verschiedensten volkswirtschaftlichen Fragen, zu Fiskal-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Für 2023 ist auf seiner eindrucksvollen Publikationsliste beispielsweise vermerkt Firms and Collective Reputation, a Study of the Volkswagen Emissions Scandal mit verschiedenen anderen Autoren. Mir ist Herr Bachmann auch durch die Ökonomenstimme vertraut. Leider gibt es sie nicht mehr, wie ich ja heute auch erfahren habe. Eine wunderbare Plattform für Ökonominnen und Ökonomen war das. Und den schönen Podcast Wirtschaftskunde. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Bachmann. Schön, dass Sie hier sind. Diese Veranstaltung wäre nicht möglich ohne die Persönlichkeit, die heute auch hier moderieren wird, mit auf dem Podium, Herr Marc Mausch. Herr Marc Mausch ist Naturwissenschaftler. Das ist eine seltene Erscheinung in unseren Räumen. Umso erfreulicher, dass Sie heute hier sind, an der Universität Tübingen. Der frühere Sprecher der Stadtgrünen, da werden Sie viele kennen, auch noch in dieser Rolle. Und vor allem eben, er ist der Initiator dieser Veranstaltung und auch des Projekts Tübingen DC, das ja schon eindringlich kommentiert wurde, schöne Diskussion ausgelöst hat. Also danken Sie Herrn Mausch für die heutige Veranstaltung mit einem kräftigen Applaus. Herr Mausch, danke. Jetzt werden Sie von mir nichts mehr hören, außer vielleicht nachher eine Frage, denn jetzt übergebe ich gerne an die Herren, die aufs Podium kommen. Bitte schön. So, vielen Dank für die Einleitung und auch die Herren Marsalla und Bachmann für die freundliche Zusage, hier dabei sein zu können. Es ist wirklich was ganz Besonderes, diese Kombi zu haben. Ja, also jede Person von Ihnen ist ja wirklich für sich schon sehr interessant. Aber ich glaube, die Kombination ist das, was heute diese Veranstaltung ausmacht. Ich möchte gerne ein bisschen sagen, warum ich sozusagen da die Gelegenheit am Schopfe gepackt habe. Also ich glaube, dass uns allen das so geht, dass dieser Überfall auf die Ukraine uns in eine Art Schock versetzt hat. Ja, manche vielleicht haben das schon kommen sehen oder haben vermutet, dass die Weltpolitik so aussehen könnte. Aber im Wesentlichen hat man ja eigentlich immer die Ahnung gehabt, dass es mit Kommunikation und mit Gesprächen eine friedliche Möglichkeit gibt, Konflikte aus dem Weg zu räumen. Und wir sind jetzt in der Situation gewesen, dass wir plötzlich gesehen haben, naja, es funktioniert nicht ganz. Wir haben jetzt in der Ankündigung für die hiesige Veranstaltung
auch, also wir haben erstmal sehr viel positive Rückmeldung bekommen, dafür vielen Dank. Eine Rückmeldung, eine einzige, habe ich negativ oder haben wir negativ bekommen und die war so ein bisschen, ja, wir haben, das ist zu konflikttreiberisch. Ja, also weil wir laden Herrn Masala ein, das ist schon mal Bundeswehr, ja, und dann kommt in der Ankündigung, kommt dann auch noch drin, so die Friedensdividende ist vorbei, ja, das ist so diese Grundüberlegung dabei gewesen. Aber meine Überlegung für die heutige Veranstaltung war jetzt nicht darüber zu reden, wir wollen jetzt eigentlich ja Frieden und wollen wir jetzt wirklich Krieg oder wollen wir Waffen liefern, weil, oder wollen wir es vielleicht doch nicht, weil es moralisch nicht richtig wäre, sondern die eigentliche Frage, die wir uns ja auch mal stellen müssen, ist, was hat sich denn vielleicht geändert am Instrumentarium, das wir haben? Also erstmal in der ersten Instanz die gesamte moralische Ansprüche, die wir haben, einfach mal zurückstellen. Ja? Wir wissen, dass wir gut sind. Wir wollen jetzt einfach mal überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn, wenn das Gegenüber böse ist. Oder auch andersrum. Vielleicht sind wir ja selber richtig böse und wollen dem russischen Volk oder dem ukrainischen oder dem amerikanischen oder dem chinesischen, wem immer, einfach nur Schlechtes. Wir wollen es. Nur mal gesetzt den Fall als Gedankenexperiment. Welches Instrumentarium haben wir? Das ist ein Grundgedanke von dieser Veranstaltung gewesen und ich glaube, dass wir da eben sehr spannende Kombinationen haben. Wir haben dieses Militärthema, wir haben auch das Wirtschaftsthema, der Herr Bachmann hat die Bundesregierung beraten in den Fragen der Sanktionen. Und wenn wir uns klar sind, welche Möglichkeiten wir haben, dann können wir, glaube ich, uns auch klarer darüber werden, welchen Weg wir gehen müssen für die Ziele, die wir jeweils haben. Das ist meine Idee dabei. Und ich möchte genau an der Stelle gleich gerne anfangen. Wir hatten es über die Sanktionen. Da ist jetzt erstmal die Frage, ich habe behauptet in der Einladung, die Friedensdividende ist aufgebraucht, weil ich glaube, dass selbst wenn wir jetzt mit Putin oder mit den Nachfolger von Putin in Frieden kommen und alles wieder so schön ist wie vorher und alle sagen, ja, es war jetzt irgendwie doof 2022, 2023, aber wir machen das jetzt alles wieder fein, dann bleibt ja eine Skepsis, die jetzt verloren ist, das Vertrauen verloren gegangen. Das heißt, wir werden mehr Militärausgaben haben müssen für eine absehbare Zeit. Ja, 20 Jahre. Was kostet uns das? Und welche Möglichkeiten haben wir über die Sanktionen vielleicht kostengünstiger zu arbeiten? Oder sind die Sanktionen schon so teuer, dass wir sagen müssen, es ist vielleicht jetzt schon einfach von dem wirtschaftlichen Aspekt her sinnvoller, sich da zurückzuhalten und keine Sanktionen zu veranlassen? Können Sie da ein paar Gedanken zu äußern, Herr Bachmann? Ja, gerne. Also zunächst mal müssen wir ja vielleicht festhalten, was die Sanktionen angeht, die Bundesregierung hat ja nicht auf meinen Rat gehört. Also wir haben ja nur bedingt Sanktionen gemacht. Also zumindest im Gas haben wir überhaupt keine Sanktionen soweit. Wir haben deshalb kaum russisches Gas. Ich sage kaum, weil natürlich doch einiges an russisches Gas als Flüssiggas nach wie vor nach Europa kommt. Gar nicht so wenig. Also wir schieben immer noch einige Milliarden, soweit ich das sehe, rüber nach Moskau. Aber wir haben ja keine Gassanktionen gemacht, sondern Putin hat ja am Ende den Hahn abgedreht und ich würde behaupten, dass ich die Vorhersage, die wir damals gemacht haben als Ökonomen und die wir wirklich, das kann ich ganz ehrlich sagen, zunächst mal ohne politischen Hintergedanken gemacht haben, die Analyse, weil wir selber ehrlich gesagt nicht wussten, wie sollen wir darüber nachdenken. Also unser Vorurteil oder unser Prior war nicht unbedingt da reinzugehen zu sagen, das kostet Deutschland nichts oder das ist einfach zu haben, sondern es war wirklich auch für uns zum Teil überraschendes Ergebnis, allerdings verständliches Ergebnis, wenn man sich dann die ökonomischen Mechanismen klar macht, die dahinter stecken. Also wir haben ja viele Sanktionen nicht gemacht, wir haben auch, was die Exportsanktionen zum Beispiel angeht, noch gar nicht so viel gemacht. Auch dann haben wir später tatsächlich einen Ölpreis-Cap gemacht, der aber auch noch nicht, was die gegenwärtigen Ölpreise auf dem Weltmarkt angeht, jetzt so dramatisch ist. Vor allen Dingen gibt es auch da massive Umgehungsmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel niemals unsere eigenen Räder
davon abgehalten, russisches Öl zu transportieren. Wir haben niemals unsere eigenen Versicherungsgesellschaften abgehalten. Also das Sanktionsregime ist so tough nicht. Das sehen wir auch an den Exportsanktionen. Ganz lustiges Beispiel ist, dass sich das bilaterale die Handelsbilanz zwischen Deutschland und Kasachstan, die hat sich, glaube ich, irgendwie um 1000% verändert. Ja, jetzt kann man natürlich theoretisch auch glauben, dass die Nachfrage nach deutschen Gütern in Kasachstan sich plötzlich um 1000% über ein Jahr erhöht hat, weil die Kasachstaner plötzlich so eine Liebe für die deutsche Wertarbeit entdeckt haben. In Wirklichkeit wissen wir natürlich, was mit diesen Gütern tatsächlich passiert. Ja, das war natürlich kein Präferenzschock in Kasachstan, sondern es ist halt einfach ein Mittelland, das sozusagen, wo die Handelsflüsse jetzt eben über nach Russland, über Kasachstan abgewickelt werden. Andere Beispiele im Kaukasus gibt es ähnlich. Also alle diese Sanktionen und vielleicht ein letztes Beispiel, die ganzen Vermögenswerte, die ja jetzt erstmal eingefroren sind. Auch da haben wir ja noch nicht endgültig entschieden, was wir damit eigentlich machen. Das scheint hochkomplizierte internationale juristische Fragen zu sein. Es ist ja keineswegs so, dass wir schon entschieden haben, dass wir damit zum Beispiel den Wiederaufbau der Ukraine finanziert werden. Also das ist also mit anderen Worten, wenn man sich genau das Sanktionsregime anguckt, dann kann man schon festhalten, dass die Sanktionen vielleicht auch politisch bewusst so gestaltet wurden, dass sie nicht so tough sind, jedenfalls nicht so tough oder stark für uns, um eben natürlich auch immer wieder die politische Einigkeit zu garantieren. Das ist halt so das Wabonspiel, das man in der Politik spielen muss. Was übrigens auch gegen, sagen wir mal, jede strategische Theorie, die zumindest ich kenne, spricht. Nämlich in dem Sinne, dass man, wenn man ein Sanktionsregime machen will, dann macht man das ganz am Anfang und zwar möglichst hart, um gleich von Anfang an dem Aggressor klarzumachen, dass wir sozusagen es ernst meinen und dann auch möglicherweise dem Aggressor, das ist jetzt völlig spekulativ natürlich, aber am Anfang so von so einem Krieg gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten auch dann sozusagen rauszugehen. Und dann, Putin hätte ja dann vielleicht im Mai sagen können, naja, das war wirklich eine militärische Spezialoperation, ich ziehe mich gesichtswahren zurück. Das ist alles nicht mehr möglich. Diese Chance haben wir vergeben. Ich sehe die politischen Überlegungen, dass man gerade in der EU und zwischen Amerika und der EU natürlich immer den Laden auch zusammenhalten muss. Das bedeutet, dass man diese Sanktionen langsam macht und vielleicht auch nicht so hart. Aber ich würde schon sozusagen die Prämisse der Frage ein bisschen in Frage stellen, dass so ein teures Sanktionsregime haben wir noch gar nicht gesehen. Auf der anderen Seite würde ich, und damit schließe ich jetzt, würde ich schon sagen, dass an der Aussage, die Friedensdividende ist aufgebraucht, absolut was dran ist. Und wir leben eben in einer Zeit, ich habe das mal so ausgedrückt, wir leben in einer Zeit, in der uns drei sozusagen Externalitäten nennen Ökonomen das, auf gut Deutsch gesagt, über unsere Kosten, über unsere Verhältnisse zu leben, und sozusagen jetzt auf die Füße fallen, und zwar alle gleichzeitig. Das ist einerseits das Klimaproblem oder die sich anbahnende Klimakatastrophe, wo wir einfach jahrelang Ressourcen aufgebraucht haben, die wir nicht hätten aufbrauchen dürfen und sollen in einer wirklich effizienten Wirtschaft. Wir haben, was unsere Sicherheit angeht, zu lange und jahrzehntelang eben sozusagen auf Kosten der Amerikaner gelebt und eben geglaubt, dass wir damit durchkommen. Das hat alle möglichen auch sozialpolitischen Projekte finanziert, muss man auch ehrlicherweise sagen in Deutschland, den inneren Frieden vielleicht zusammengehalten, aber diese Dinge sind zu Ende. Und die dritte Externalität, die ist ein bisschen spezieller, aber die haben wir auch gesehen, das war während der Pandemie. Auch da haben wir uns nicht wirklich vorbereitet oder wir haben nicht wirklich kapiert, dass in einer globalisierten Welt solche Pandemien eine ganz andere Wucht haben werden, als das vielleicht noch als es vielleicht früher der Fall war. Ich glaube, man lasse es dabei mal. Ja, danke schön. Ich habe jetzt verstanden, dass wir sanktionieren nicht ganz richtig und wir brauchen das Geld, dass wir jetzt die Sanktionen uns vielleicht kosten würden, weil wir ja eigentlich mehr Militärausgaben brauchen. Die Spezialoperation ist jetzt so langsam zur großen vaterländischen Spezialoperation geworden. Dann ist jetzt die Frage,
Wirtschaft funktioniert nicht ganz so richtig, funktioniert im Militär. Also liegt das jetzt tatsächlich daran, dass wir jetzt da auch nur so mit angezogener Handbremse aktuell aktiv sind? Oder ist es vielleicht überhaupt nicht möglich? Wie ist denn es überhaupt einzuschätzen von der militärischen Seite, wie wir jetzt gerade dastehen? Kann man sagen, wir machen schon Machtpolitik, Herr Masala? Als NATO oder als Bundesrepublik Deutschland? Als Bundesrepublik, aber auch, also beide Perspektiven sind interessant, ja? Also vielleicht nacheinander. Also als NATO, sagen wir es mal so, die NATO selber ist ja in keiner Weise in diese Unterstützung der Ukraine eingebunden, sondern das sind ja nur die NATO-Mitgliedstaaten, die das organisieren mit anderen über die Rammstein-Konferenz. Also es sind ja insgesamt 50 Staaten, die sich ja in den Fragen von Waffenlieferungen koordinieren. Was die NATO macht, und da macht sie natürlich klassische Machtpolitik, die NATO versucht sich auf die Perspektive der Verteidigung ihrer Mitgliedstaaten unter diesen neuen Bedingungen einzustellen. Und da haben wir ganz, ganz viele Veränderungen erlebt, die natürlich sozusagen was mit Machtpolitik zu tun haben. Also von 2014 bis 2023, 2023 jetzt, weil der Gipfel der NATO in Riga jetzt stattfand, sind wir davon ausgegangen im Rahmen der NATO, dass zwar Landes- und Bündnisverteidigung jetzt wieder wichtiger wird, Klammer auf, viele haben das nicht so ganz ernst genommen und umgesetzt, darunter zählte auch die Bundesrepublik Deutschland, Klammer zu. Aber wir sind sozusagen bei diesem sogenannten Force Posture, also das heißt, wie NATO-Streitkräfte sich aufstellen für den Konfliktfall, immer da zum Beispiel davon ausgegangen, ich sage es sehr übertrieben, dass die baltischen Staaten sich nicht verteidigen lassen. Deswegen hatten wir nur Bataillone in den baltischen Staaten, also Größe ist dann ungefähr 1500 Männer und Frauen, die analog zu der Situation, die wir in der Bundesrepublik Deutschland bis 1990 hatten, als Stolperdraht dienen sollten. Also russische Verbände greifen an, diese Bataillone sind involviert, die werden diese russischen Verbände nicht zurückschlagen können, aber sie sind involviert. Heißt, es erhöht sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass die Staaten, die diese Bataillone dort haben, dann auch im Rahmen der NATO zustimmen werden, dass das ein Artikel 5 ist und man dann anfängt, sozusagen die baltischen Staaten aus dem sogenannten rückwärtigen Raum zu verteidigen. Ja? Ich weiß nicht, wer von Ihnen Suwalki Gap gehört hat, also dieses kleine Stück zwischen Weißrussland, Polen und Litauen. Das galt immer so als das große Problem, wenn da NATO-Truppen durchgehen, weil in Kaliningrad sind Mittelstreckenraketen, die atomar bestückt werden können. Das war alles so sozusagen in den Überlegungen der Verteidigungsplaner. Was wir jetzt machen, das ist ein Ausdruck von Machtpolitik, wir haben im Prinzip den Schalter umgelegt und sagen, wir verteidigen die baltischen Staaten in den baltischen Staaten. Ja, und das tun wir, indem wir letzten Endes jetzt schon zum Beispiel Gerät in die Nähe bringen, sodass diese Truppenverlegungen, die es da geben muss, jetzt gar nicht mal auch mit dem Gerät befasst sind, weil das ist immer natürlich langfristig, wenn Sie Panzer irgendwo hinbringen müssen, müssen Sie die aufladen, die müssen mit dem Zug und so weiter, sondern wir verteidigen die baltischen Staaten in den baltischen Staaten. Und das ist natürlich ein Ausdruck sozusagen von Machtpolitik im Sinne von Abschreckungspolitik. Also wir signalisieren, dass wir bereit sind, das NATO-Territorium, wie Olaf Scholz es mal gesagt hat, jeden Zentimeter zu verteidigen, und zwar in dem Territorium, das angegriffen wird. Und das soll natürlich die abschreckende Wirkung erhöhen, weil die große Ungewissheit, wir arbeiten ja in der internationalen Politik sehr stark immer mit dem Problem der unvollständigen Informationen. Ja, also die unvollständigen Informationen heißt sozusagen, wir sind uns nicht ganz klar, was die wahre Intention des anderen ist, lassen den anderen aber auch im Unklaren über unsere wahre Intention. So funktioniert ja Abschreckung. Das Problem war immer, wenn Sie sich die baltischen Staaten ansehen zum Beispiel, das ist ein relativ kleines Territorium. Also ist die Befürchtung immer gewesen, warum sollten sich eigentlich die NATO-Mitgliedstaaten in einen Konflikt mit der nuklearen russischen Föderation einlassen, bei dem sie riskieren, dass der in einen Nuklearkonflikt ausartet, für dieses kleine Territorium. Jetzt ist das Signal, wir sind dazu bereit. Ob man letzten Endes bereit dazu ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das Signal, das nach Moskau gesendet wird, ist, wir sind dazu bereit und wir treffen die notwendigen materiellen und damit natürlich machtpolitischen Voraussetzungen, um das zu tun. Das soll abschrecken. Also von daher, ja, natürlich betreibt die NATO Machtpolitik mit Blick auf die Zukunft der Sicherheit ihres eigenen Bündnisterritoriums. Wenn man jetzt zur Bundeswehr geht, dann ist das, was am 27.02.2022 passiert ist, nämlich Olaf Scholz Zeitenwende reden und das 100 Milliarden Sondervermögen,
Das ist eine nachholende Entwicklung, das muss man ganz einfach sagen. Das ist eine nachholende Entwicklung. Das ist, wird ja oftmals gesagt, das ist Aufrüstung. Das ist letzten Endes Quatsch, weil es Ausrüstung ist. Also jeder kennt die Probleme der Bundeswehr mit Material. Es gab bestimmte Fragen, die wurden politisch, und das ist ein Ausdruck der Friedensdividende, das ist ein Ausdruck sozusagen der Überlegung, dass Streitkräfte nun jetzt nicht mehr das Wichtigste sind, was man braucht sozusagen in der internationalen Politik. Es gab Fragen, die haben vorhergehende Bundesregierungen bewusst im Unklaren gelassen. Ganz einfaches Beispiel, Nachfolge des Tornados. Ja, also jetzt diese F-35, die jetzt gekauft werden, das ist die Nachfolge des Tornados. Das ist über 8-9 Jahre sowohl sozusagen von der CDU geführten Regierung als auch eigentlich im Koalitionsvertrag dieser Ampel bewusst unklar gelassen worden, ob sich die Bundesrepublik Deutschland jemals auf den Weg macht, sozusagen für diesen Tornado eine Nachfolge zu kaufen. Weil man aus der nuklearen Teilhabe, so die Vermutung, wenn Sie den Koalitionsvertrag lesen, schleichend ausscheiden wollte. Ja, also die nukleare Teilhabe war ja nicht besonders populär hier in der Bundesrepublik Deutschland. Die Tatsache, dass in Büchel so 20 bis 30 Nuklearwaffen liegen, die im Ernstfall sozusagen unter deutsche ECA-Tornados rangeklatscht werden, die dann ins Ziel bringen, das wurde ja von der Mehrheit der Bevölkerung als nicht mehr notwendig erachtet, als abgelehnt, und das war eigentlich in vielen Parteien verbreitet, das braucht man nicht mehr. Und auch im Koalitionsvertrag der Ampel können Sie die entsprechende Passage so interpretieren, dass man sagt, wir gehen das schleichend raus, weil wir die Tornado-Nachfolge nicht entscheiden. Diese Nuklearwaffen werden modernisiert. Und in dem Moment, in dem sie modernisiert sind, passen sie nicht mehr unter den Tornado. So, und wenn ich keine Entscheidung über die Tornado-Nachfolge treffe, dann werden die Amerikaner ihre Nuklearwaffen modernisieren und dann werde ich dann sagen, ups, sorry, hätte ich ja gerne, aber ich habe halt nur den Tornado und da passen die nicht mehr drunter. Also wir haben viele dieser Sachen schleifen lassen. Die haben wir dann im Zuge dieser Zeitenwende unter dem konkreten Eindruck, und das muss man sich einfach mal vorstellen lassen, der konkrete Eindruck am 24.02.2022 war unter allen, ganz, ganz wenig, aber vor allen Dingen unter den politisch Verantwortlichen, war, die Russische Föderation wird die Ukraine erobern. Punkt. Es ist eine Frage der Zeit, sie wird sie erobern. Und dann stehen russische Truppen an der Grenze zum Baltikum. Und keiner weiß, was dann passiert. Also sind in diesen ersten Wochen Entscheidungen gefallen, die in der Vergangenheit sozusagen bewusst in der Schwebe gelassen wurden. Und wenn wir auf die 100 Milliarden kommen, dann ist es so, dass, wenn Sie das sehr kühl rechnen, 65 Milliarden, die Zahl kommt ja nicht von ungefähr. Diese 100 Milliarden lagen ja schon irgendwo in der Schublade. Ja? Weil die Bundesrepublik Deutschland über die Jahre sozusagen im Rahmen eines bestimmten NATO-Prozesses, denn das ist jetzt zu technisch, deswegen will ich dir nicht erklären, sozusagen immer den Alliierten angekündigt hat, wir werden die und die Systeme beschaffen, aber sie haushalterisch nie hinterlegt hat. Und wenn man das zusammenrechnet, was da angekündigt wurde und womit die NATO plant, dass die Deutschen das irgendwann mal haben, dann kommt man auf 58 bis 64 Milliarden Euro. Das heißt, dieses Sondervermögen war von vornherein sozusagen nur dafür da, Sachen zu kaufen, die ohnehin schon seit langem versprochen waren. Funktioniert das? Das funktioniert nur bedingt, weil wir es natürlich mit dem alten System machen. Also wir machen das mit dem alten Rüstungsbeschaffungssystem, das diese Bundesrepublik Deutschland über mittlerweile jetzt 60, 70 Jahre aufgebaut hat. Und keiner traut sich ran, das grundlegend zu reformieren. Das macht auch Sinn, weil sozusagen bei einer grundlegenden Reform riskiert man auch, dass am Schluss alles kaputt ist. Aber in diesem System sehen wir sozusagen jetzt schon die Sollbruchstellen, dieses massive Geld umzusetzen. So, von daher, wir versuchen damit Machtpolitik zu machen. Und Machtpolitik machen wir ja auch, weil Olaf Scholz angekündigt hat, dass die Bundeswehr die stärkste nicht-nukleare konventionelle Armee in der NATO sein soll am Ende des Tages. Das ist eine machtpolitische Ankündigung. Ja? Aber die Umsetzung ist halt momentan extrem, extrem schwierig. Darf ich noch kurz was fragen zur Macht? Und würde mich deine Einschätzung interessieren. Ja, du hast gesagt, die NATO macht Machtpolitik. Aber gibt es da nicht sozusagen auch zwei Strömungen oder zwei Motivationen? Ist es nicht was anderes, wenn die Europäer, man kann das Machtpolitik nennen, aber kann man es vielleicht auch nennen, Angst um die eigene Existenz. Also die freiheitliche demokratische Ordnung scheint mir
plausibel gefährdet zu sein, sollte Russland diesen Krieg in irgendeiner Form gewinnen, was immer das heißen mag, mit den Truppen direkt an den baltischen Staaten, mit dann einem gestärkten russischen Regime, das eben demokratiezersetzend sein wird, was für die Amerikaner ja keine Motivation sein kann. Jetzt kann man sagen, dass auch die Russen vielleicht die amerikanische Demokratie zersetzen können. Da findet sich eigentlich, da findet sich etwas Evidenz, aber ich glaube, die Evidenz war auch in den Medien etwas übertrieben, was zum Beispiel 2016 angeht. Also die Amerikaner haben ja diese Befürchtung nicht. Und da scheint mir der Name, das Label Machtpolitik nochmal eine ganz andere Bedeutung zu haben, wenn man sich im Klaren macht, dass Amerika vieles, was Amerika eben macht, eigentlich wegen China macht und da die Machtpolitik ist, während es in Europa tatsächlich nicht nur um Machtpolitik geht, sondern um Machtpolitik, um die Existenz des europäischen Politik- und Gesellschaftsmodells zu retten. Absolut, da habe ich überhaupt gar keinen Widerspruch. Also sozusagen, das ist ja die Folie, das ist genau die Folie. Sozusagen die Destabilisierung des europäischen Kontinentes für den Fall, dass sich die Russische Föderation auf die eine oder andere Art und Weise in der Ukraine durchsetzen sollte. Und da ist die Reaktion darauf, um sich selber zu schützen, um sozusagen das, was man erreicht hat, zu stabilisieren, ist halt Machtpolitik im Sinne von Machtpolitik, wie man sie über Abschreckung betreibt. Immer mit der großen Ungewissheit, ob es funktioniert oder nicht am Ende des Tages. Jetzt ist ja die Ukraine nicht Mitglied der NATO und man muss auch die Ukraine nicht erobern, um direkt an der NATO-Grenze zu sein. Ja? Also es gibt ja jetzt durchaus die Überlegung, dass man sagen könnte, naja, Putin hat ja damit gerechnet, dass wir nicht aktiv werden. Ja, das war ja ganz offensichtlich. Und jetzt kriegt er von uns sozusagen gesagt, naja, nee, so geht es aber nicht. Aber jetzt mal, wenn wir wirklich eine rein passive, selbstschützende Position innehaben, dann wäre es doch für uns viel einfacher gewesen zu sagen, okay, gut, das ist jetzt dein Einflussbereich, und wir lassen dir die Ukraine. Also da steckt ja viel mehr dahinter. Da steckt ja schon auch dahinter, dass wir einfach sagen, also wir wollen da jetzt mitgestalten. Ja? Und dann stellt sich ja auch die Frage, wie gestalten wir mit? Also welche Rolle hat denn eigentlich Russland nach den Vorstellungen der NATO oder soll es haben, für die Zukunft gesehen? Also jetzt erstmal militärisch und dann aber auch wirtschaftlich, weil es ist ja gerade auch, da vielleicht auch noch ein paar Worte dazu, es ist ja auch ersichtlich, dass die russische Wirtschaft gerade nicht mehr so stark ist, wie sie schon mal war. Also ich fange mal ganz kurz an. Das eine ist, das war ja bis so Mitte Dezember, war das ja die Politik der Europäer und auch der Amerikaner. Also ich meine, man hat ja den Russen die Signale gegeben, dass diese NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die ohnehin nie zur Debatte stand, aber sozusagen, dass die auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Das war ja genau der Punkt, ungefähr bis Mitte Dezember, ich würde mal sagen, bis die Briefe von Lavrov in Washington und in Brüssel landeten, wo die Russen dann noch weitergehende Forderungen gestellt haben. Und erst dann sieht man die Kehrtwende letzten Endes. Erst dann fängt man an zu sagen, okay, denen geht es nicht nur um diese Neutralität der Ukraine, die wollen eigentlich viel, viel mehr. Die wollen die komplette Abwicklung europäischer Sicherheit, wie sie sich nach dem Fall der Mauer oder beziehungsweise der Auflösung des Warschauer Vertrages entwickelt hat. Und gleichzeitig ist sozusagen meine These, haben die Amerikaner, aber auch die Europäer, aber vor allen Dingen die Amerikaner zu dem Zeitpunkt realisiert, dass wenn sie der Russischen Föderation erlauben, mit militärischen Machtdrohungen und überzogene politische Forderungen zu realisieren, dass sie dann letzten Endes die Blaupause für China und Taiwan liefern. Ja? Und dann ist der Hebel komplett umgelegt worden. Und dann lief das alles auf eine Unterstützung der Ukraine hin, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und so fort. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist die Rolle Russlands nach Beendigung dieses Konfliktes? Dann glaube ich, ist die Antwort recht eindeutig. Und das ist sozusagen, was sowohl in Washington als auch in allen europäischen Hauptstädten geteilt wird. Es gilt zunächst einmal, Sicherheit vor und gegenüber Russland zu organisieren. Weil wir ja im Zuge dieses Konfliktes ja gesehen haben, dass es der Russischen Föderation, und ich sage bewusst der Russischen Föderation, ich sage nicht Putin, also das ist mehr als Putin, ja nicht nur um die Ukraine geht. Es geht um ein Projekt sozusagen eines wiedererstarkten Großrusslands. Es geht nicht, wie man oftmals sagt, um die Wiederherstellung der Sowjetunion. Ich glaube, das ist sozusagen Quatsch.
dass Putin davon träumt, irgendwie alles territorial sich einzuverleiben, aber er träumt davon, einen extrem großen, ich sage jetzt mal Vorhof und Hinterhof zu haben, wo Moskau bestimmt, was da passiert. Und das kann über territoriale Eingliederung geschehen, wie in der Ukraine, das ist die historische Mission. Das kann aber auch sozusagen über komplette ökonomische, politische und militärische Kontrolle erfolgen. Weißrussland zum Beispiel. Moldawien wäre so ein Fall, wenn Moldawien kippen würde. Georgien wäre so ein Fall, wenn Georgien kippen würde. Und da dieses Regime diese neoimperiale Agenda hat, wird man, solange dieses Regime diese neoimperiale Agenda verfolgt, die Aufgabe haben, Sicherheit vor und gegenüber Russland zu organisieren. Das heißt, in dem politischen, in dem militärischen, Rudi kann sicherlich wesentlich mehr zu dem ökonomischen Bereich sagen, aber wird es letzten Endes kein Zurück zu der Zeit von vor 2024 geben, wo man ja gehofft hat, immer noch, Russland war dann da schon ein problematischer Partner, so habe ich das immer genannt, aber wo man ja gehofft hat sozusagen, dass das Kooperative dann doch noch irgendwie grundsätzlich funktioniert. Und wir gehen jetzt in eine konfrontative Sicherheitsordnung mit Blick auf die Russische Föderation über. Und das wird die nächste, ich sage es jetzt mal ganz einfach, Dekade bestimmen. Ich sage deshalb Dekade, weil wenn Sie in die russische Verfassung reinschauen, Putin bis 2036 Präsident bleiben kann, falls er so lange noch lebt. Aber sozusagen das Regime als solches verfolgt diese Agenda ja. Es ist ja nicht nur Putin. Und deshalb wird die Zukunft europäischer Sicherheit von einer konfrontativen Sicherheitsordnung gekennzeichnet sein, wo auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, die EU-Europäer stehen und auf der anderen Seite die Russische Föderation und ihre Verbündeten. Ja, und in der Ökonomik würde ich sagen, und in der Ökonomie spiegelt sich das Ganze, die wird das unterstützen, weil es natürlich schon so war, dass wir haben unsere Klimatransformation tatsächlich, Stichwort Brückentechnologie Gas, natürlich auf genau dieses billige russische Gas unter anderem gebaut. Zum Teil auch unser Wirtschaftsmodell, Stichwort chemische Industrie, bestimmte energieintensive oder auch gasintensive Produkte. Und Putin hat sich auch in diesem Sinne insofern verspekuliert, dass wir jetzt eben Irreversibilitäten da drin haben. Wir haben jetzt, einige von uns haben geglaubt, dass die Welt untergeht, dass die Wirtschaft untergeht, weil wir kein russisches Gas mehr haben. Das ist inzwischen widerlegt. Es war offensichtlich möglich, auf dem Weltmarkt genügend Gas einzukaufen. Man hat Notfallmaßnahmen ergriffen, vom LNG bis zur Gaskostenbremse, um die Bürger zu schützen. Da muss man die Politik auch wirklich mal loben. Also die hat da wirklich auch gut agiert. Und das ist gegessen jetzt sozusagen. Also wir haben jetzt diese Instrumente geschaffen. Wir sehen jetzt ein, dass wir eben die Klimatransformation hin zu den erneuerbaren Energien beschleunigen müssen und das auch können, dass wir also diese Brückentechnologie in diesem Maße, jedenfalls von Russland, nicht mehr brauchen. Es gibt die Diskussion noch, inwieweit wir uns erlauben können und in welchem Maße es eine industrielle, Stichwort Deindustrialisierung, was einige jetzt umtreibt, können wir gerne auch noch drüber sprechen. Aber sozusagen dieses ganz große Katastrophenszenario, das tatsächlich im Frühjahr 2020 vielleicht noch eine gewisse Relevanz hatte für die Politik, das ist einfach weg. Also Putin hat sich da spekuliert. Und es ist nun mal so, dass die russische Wirtschaft, anders als die chinesische Wirtschaft, insofern hören dann die Vergleichbarkeiten tatsächlich auf, ja nicht so viel wirklich uns zu bieten hat, vielleicht mit der Ausnahme von so Sachen wie seltenen Erden und solchen Dingen. Aber auch da haben wir gelernt, dass was man geglaubt hat, nur aus Russland zu bekommen ist, wenn man wirklich mal genauer hinguckt über die Welt, das Zeug liegt auch noch anderswo in der Erde. Man hat sich da bisher noch nicht drum gekümmert, weil es die Russen eben hatten und man hatte die guten Deals mit den Russen. Das Zeug liegt in Afrika, es liegt auch viel in Kanada, auch in Amerika liegt viel. Wir haben in Skandinavien Dinge entdeckt, die man damit machen kann. Und typischerweise ist es tatsächlich so, ich glaube, wir haben da so ein bisschen, es gibt ja diesen berühmten Peak-Oil-Mythos aus den 70er Jahren, dass uns irgendwann mal das Öl ausgehen wird, physisch ausgehen wird. Und dann sind eben, was eben in dieser rein ingenieurwissenschaftlichen Denke nicht dabei ist,
dass natürlich die zur verfügbar stehenden Rohstoffe auch eine Frage des Preises sind und die Explorationsmaßnahmen, die Menschen ergreifen, wiederum eine Frage des Preises und der relativen Knappheit sind. Und je knapper so ein Gut wird, desto höher der Preis, desto mehr Explorationen lohnen sich. Da funktionieren ganz brutale Marktmechanismen, gerade auf diesen Weltmärkten für Rohstoffe. Und das sehen wir jetzt. Und dann sieht man, dass viele Sachen noch in der Erde sind und anderswo zu bekommen sind. So dass selbst das sollten wir jetzt ganz schnell wieder, also Putin stirbt morgen, wir bekommen ein demokratisches Regime. Auch selbst das wird dazu führen, dass wir dann vermutlich auch diese Dinge von Russland einkaufen werden, hauptsächlich von Russland einkaufen werden, aber eben nicht mehr in dieser Abhängigkeit, die wir vorher hatten. Das haben wir jetzt gelernt. Und in dem Sinne ist das dann tatsächlich so eine Irreversibilität. Das ist so ein Kippmoment gewesen. Und da, glaube ich, hat sich Putin tatsächlich verspekuliert. Er hat eben nicht geglaubt, dass dieser Kippmoment zu unseren Gunsten kommt. Pech gehabt. Sie haben jetzt das Sondervermögen angesprochen. 100 Milliarden klingt wahnsinnig viel. Ja. Die Frage ist, wo war denn das Geld vorher? Warum hat man das vorher nicht verwendet? Oder ist das, wie entsteht eigentlich Geld? Können wir da vielleicht ein bisschen darüber? Also ich habe immer das Gefühl, wenn es um Sondervermögen geht, dann wird da eigentlich gerade Geld erfunden. Ja, so. Nee, man muss ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das Sondervermögen sind Schulden. Schulden klingt halt nur nicht so gut, deswegen heißt es Sondervermögen, aber es sind Schulden. Genau. Ja, also, und deshalb ist es eben tatsächlich in diesem Sinne ein Akt, die jeder souveräne Staat zunächst mal machen kann. Er kann eben, solange die Finanzmärkte mitspielen, tatsächlich diese Schulden aufnehmen. Und jetzt gibt es dann das technische Problem der Schuldenbremse, deswegen macht man das ja in diesen Sondervermögen. Das ist eine Möglichkeit der Umgehung. Die andere Möglichkeit ist eben, dass man sozusagen Staatsbetriebe kapitalisiert, die auch nicht sozusagen auch Lücken sind, wo die Schuldenbremsenregelung die Verteidiger dieser Aktion sagen, bewusst Lücken gelassen hat damals. Im konservativen und liberalen Spektrum sagt man eben, nein, das ist gegen den Geist des Gesetzes, das wir damals verabschiedet haben. Aber sie sind nun mal so da. Man kann jetzt lange über den Geist des Gesetzes streiten. Der Buchstabe des Gesetzes ist eindeutig. Man kann das eben machen, zum Beispiel mit Sondervermögen oder eben, wie gesagt, mit direkter Kapitalisierung von staatseigenen Betrieben. Schulden sind so lange sinnvoll und auch tragfähig, solange die Kapitalmärkte mitspielen. Und deshalb kann der Staat, und in dem Sinne ist der Staat tatsächlich anders als die schwäbische Hausfrau, diese Schulden zunächst mal in sehr beliebiger Höhe, nicht in unbegrenzter Höhe, aber in sehr großer Höhe, insbesondere Deutschland bereitstellen. Denn es ist ja so, dass es nach wie vor, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen nicht mehr gerade zeigt am aktuellen Zinsumfeld, es gibt ja nach wie vor, hat es vorher gegeben und es gibt eigentlich auch keine Gründe anzunehmen, dass das nicht mehr der Fall ist. Es gibt natürlich auf der Welt große Sparwünsche nach sicheren Anleihen. Also das heißt, bestimmte Staaten haben eben das Privileg, weil sie groß sind und weil sie damit eine große fiskalische Kapazität haben, Anleihen, also Sparvehikel zur Verfügung stellen zu können, die nach menschlichem Ermessen sicher sind. Der erste Typ von Anleihe sind amerikanische Staatsanleihen. Was das angeht, auch wenn die Amerikaner immer ein bisschen rumspielen mit ihrem Schuldendeckel, am Ende bezahlen sie natürlich doch immer alles, das ist schon klar. Und das wissen die Finanzmärkte auch. Also die Amerikaner haben durch ihre Masse nochmal einen Vorteil. Aber dann kommt eben auch schon Deutschland, ehrlich gesagt. Die EU ist da ja, die EU hat diese Staatsschuldenkapazität nicht. Und also es gibt einfach nicht so viele große Länder, die gleichzeitig so funktional sind auf der Welt, dass sie diese sicheren Anleihen zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, das ist die USA, das ist Japan und dann ist es auch schon Deutschland. Ich meine, die Schweiz auch, aber die Schweiz ist so klein, das ist Pillepalle. Ja? Damit kann man diesen Hunger nach sicheren Staatsanleihen oder nach sicheren Sparvehikeln überall auf der Welt
Ob das die Saudis sind, die ihre Ölmilliarden irgendwo anlegen müssen, oder alternde Japaner oder alternde Menschen irgendwo. Und insofern war es bisher jedenfalls so, dass Deutschland mit diesen Staatsschulden immer gut gefahren ist und sie auch auf dem Kapitalmarkt unterbringen konnte. Wie gesagt, das Zinsumfeld hat sich ein bisschen geändert. Wir wissen noch nicht so genau, ob das eine Sache ist, die sich einfach wieder ändern wird, wenn die Inflation vorbei ist, oder ob das eine dauerhafte Zinserhöhung ist. Es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass wir wieder sinkende Zinsen bekommen werden, genau aus diesem Grund, weil der Hunger nach diesen sicheren Staatsanleihen nach wie vor da ist. Und solange das so ist, hat Deutschland natürlich eine große Verschuldungskapazität. Und insofern kann der deutsche Staat diese 100 Milliarden ja tatsächlich ex nihilo sozusagen schaffen. Also ist es jetzt so, dass wir uns mit unserer wirtschaftlichen Stärke, die wir haben, militärische Stärke gerade kaufen, weil wir es wollen? Also wir können es. Erstens, wirtschaftlich sind wir Weltmacht oder Großmacht. Ja? Und jetzt wollen wir das rüberschiften sozusagen von Herrn Bachmann zu Herrn Masala. Weil nee, wir werden militärisch keine Großmacht. Wenn sozusagen dieses Sondervermögen vernünftig ausgegeben wird, da setze ich mal ein Fragezeichen noch einmal dahinter, dann bleiben wir das, was wir vom Anspruch her immer waren und früher mal waren, eine militärische Mittelmacht. So, Punkt. Das muss man ganz einfach sagen. Also, ich meine, man muss ja einfach mal die Kennzahlen sehen. Das ist ein 83 Millionen Einwohnerland. Das ist territorial ziemlich groß. Wir haben Streitkräfte, die in ihrer Sollstärke, das ist nicht die reale Stärke, 203.000 Mann sein sollen. Das ist nicht militärische Supermacht. Das ist militärische Mittelmacht. Das muss man ganz einfach so sagen. Wir haben keine Nuklearwaffen, wir werden auch keine Nuklearwaffen haben. Das ist nicht militärische Großmacht, das ist militärische Mittelmacht. Und wir wollen dahin sozusagen, dass den eigenen Anspruch, den wir haben und den wir früher mal realisiert haben, zu sagen, wir sind militärische Mittelmacht, dass der wieder Realität wird. Aber wie gesagt, das ist noch ein langer Weg und da sind noch viele Fragezeichen. Warum wollen wir darüber hin, da wieder hin? Naja, weil wir gesehen haben, Rudi hat es ja gerade eben sozusagen angesprochen. Man muss ja ganz klar mal sagen, letzten Endes hat die Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie es sehr ernst und sehr genau nehmen, seit 1949, dann seit 1955, seit dem NATO-Beitritt, waren wir sicherheitspolitische Trittbrettfahrer. Nichts anderes. Also wir hatten natürlich irgendwann mal 500.000 Mann, die Älteren werden sich noch daran erinnern, 500.000 Mann in den Streitkräften mit 1,5 Millionen Reserve. Aber letzten Endes waren wir sicherheitspolitisch immer Trittbrettfahrer. Und wenn Sie es ökonomisch nehmen, sind wir ja heute noch sicherheitspolitisch Trittbrettfahrer. Die Exportnation Bundesrepublik Deutschland, die ihren Reichtum aus dem Export hauptsächlich bezieht, ich hoffe, ich sage das alles richtig, und deshalb auf solche Sachen angewiesen ist wie Freiheit der Seewege, ja, trägt selber nichts dazu bei, lässt es die Amerikaner machen. Ja, also wer sichert diese Freiheit der Seewege? Es sind die USA. Wer sozusagen contestet die, wie sagt man das auf Deutsch am schönsten? Herausfordern. Wer fordert sozusagen das heraus? Das sind die Chinesen. Wer sozusagen stellt sich den Chinesen in dieser Frage? Das sind die Amerikaner. Wer profitiert am meisten davon? Wir Europäer. So, also wir sind global gesehen, sind wir weiterhin sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer. Was wir jetzt ein bisschen erkennen, und das Ganze kann noch viel dramatischere Formen annehmen, ist, dass die Vereinigten Staaten, für die, meine, nehmen Sie jetzt mal den russischen Angriffskrieg aus, lassen Sie den mal außen vor, ist in der Tat Europa Mission accomplished. Das ist ein sicherer Kontinent. Das heißt nicht, dass die Amerikaner sich komplett zurückziehen werden, weil sie haben natürlich ihre eigenen Interessen hier. Aber es ist Konsens in den USA, und zwar bipartisan. Es gibt wenig Sachen, wo die Republikaner und die Demokraten übereinstimmen. Das sind zwei Sachen. Das ist, China ist die Hauptherausforderung und die verdammten Europäer sollen endlich mal für ihre eigene Sicherheit sorgen. So. Die Amerikaner werden sich sukzessive von diesem Kontinent verabschieden. Nicht auf null reduzieren, aber bei weitem nicht mehr. Jetzt momentan sind es, glaube ich, so 110.000 Truppen wieder da. Das ist ein Stand, den wir das letzte Mal 2012 oder sowas hatten. Das wird wieder auf 30, 40, 50.000 abschmelzen, deren Aufgaben andere sein werden, als sozusagen die Russische Föderation in Schach zu halten. Für die Amerikaner heißt es, ihr Europäer müsst das machen, weil von Russland geht für uns, für unsere Sicherheit, für unsere sozusagen globalen Interessen, gehen eigentlich kaum Herausforderungen heraus. Wenn Sie sich die National Security Strategy anschauen, die sozusagen im Lichte natürlich des russischen Angriffskrieges nochmal überarbeitet wurde, ja,
Die hat ein Kapitel, wo sozusagen die größten Herausforderer der Amerikaner drinstehen. Da stehen in der Überschrift die Russen und die Chinesen gleichberechtigt. Wenn Sie sich das Kapitel aber mal durchlesen, dann sind die Russen nur mit Blick auf eine Frage, die jetzt durch den Ukraine-Krieg nochmal sehr virulent geworden ist, eine Herausforderung, nämlich mit Blick auf ihre Nuklearwaffen. Die Chinesen sind mit Blick auf alles andere eine Herausforderung auch noch. Das heißt, Russland ist kein Peer-Competitor aus der Sicht der Vereinigten Staaten. Das ist, Obama hat es mal gesagt und ist dafür verprügelt worden, aber es ist eine Regionalmacht. Ja, es ist eine Regionalmacht und als solche gefährdet sie nicht unbedingt amerikanische Sicherheitsinteressen. Und deshalb ist es die Aufgabe der Europäer, das zu tun. Und das sozusagen realisieren wir so ein bisschen jetzt und versuchen jetzt endlich eine nachholende Entwicklung, die wir seit 1990 verschlafen haben. Also ja, ich glaube, es gibt halt, um das nochmal wirklich drastisch zu sagen, es gibt hier eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass das langsam und schleichend geschieht unter einer demokratischen Administration oder einer vernünftigen republikanischen Administration, obwohl die nicht am Horizont sichtbar ist. Oder dass es plötzlich geschieht 2024 mit einem trumpistischen Sieg. Das muss noch nicht mal Trump selber sein. Genau, es kann am 11. Januar passieren. Genau. Ja, so, einen Tag nach der Inauguration. Genau, so. Also das ist, glaube ich, die Wahl. Also, oder die zwei möglichen Szenarien. Ein anderes Szenario muss man nicht rechnen. Und das hängt mit ökonomischen und harten ökonomischen Faktoren zusammen. Aber man sollte auch nicht vergessen, es gibt auch so weiche Faktoren. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges war die Bevölkerungsmehrheit in Amerika europäischstämmig und hatte einfach noch eine ganz andere auch sozusagen mentale Beziehung zu diesem Kontinent. Ja? Die Weißen befinden sich auf dem, ich weiß gar nicht, wie es zur Zeit ist, befinden sich auf dem, die europäischstämmigen Amerikaner sind zunehmend in der Minderheit gegenüber den Einwanderern aus Lateinamerika, den Asiaten, wenn man die Afroamerikaner noch dazu nimmt, dann zusammen. Ja? Also mit anderen Worten, diese gewisse romantische Fürsorge, die eine amerikanische Bevölkerung mal hatte in der Mitte des letzten Jahrhunderts, auch die wird zunehmend zurückgehen, weil die Amerikaner sich viel sozusagen breiter auf dem als globale Bevölkerungsmischung, als diese, ja, ist es der Melting Pot, ist es der Salad Bowl, das ist die große Frage. Aber jedenfalls einen ganz anderen globalen Blick, der natürlich stärker auch nach Asien geht. Auch solche weichen Faktoren, demografischer Wandel in Amerika, unterstützen das natürlich und zwingen die Europäer hier entsprechend anders aufzuwachen oder dann die entsprechenden Folgen und Kosten durch russische Einflussnahme in europäische Gesellschaften zu zahlen. Als anekdotische Evidenz, sozusagen, wie sich das auch niederschlägt in anderen Bereichen, ich war 2014 bis 2015 war ich Gastprofessor an der Post-Naval Graduate School in Monterey, so, also in Nordkalifornien. Und an dem Department for Political Science, das war immer sehr bekannt, weil sie exzellente Leute hatten, die sich mit Europa zum Beispiel beschäftigt haben und auch weil sie exzellente Leute hatten, die sich mit Afrika beschäftigt haben. Als ich da war, war die große Umbruchszeit, wo halt viele Leute einfach in Rente gegangen sind. Und jeder, der zu Europa gearbeitet hat und in Rente gegangen ist, wurde sofort ersetzt durch jemand Neues, der zu Asien gearbeitet hat. Das heißt, die haben ihre Europa-Abteilung, ihre Afrika-Abteilung, die Lateinamerika-Abteilung war ohnehin nur sehr klein, sukzessive sozusagen fast komplett abgebaut, bis auf so ein Restminimum und haben alles in das Asia-Department gesteckt. So, und da sehen Sie sozusagen, wo die Präferenzen liegen. Ne? Ja, vielleicht noch eine zweite sozusagen anekdotische Evidenz. Vielleicht ironischerweise sind die Europäer hier, haben gerade Glück, dass die Amerikaner so eine Gerontokratie geworden sind. Und dass die entscheidenden Leute eben noch aus dieser Ära stammen, wenn man zum Beispiel an Mitch McConnell denkt, zum Beispiel, der auch schon knapp 80 Jahre, sogar über 80 Jahre, der ja offensichtlich gesundheitliche Probleme hat. Aber das ist eben noch dieser alte Falke, der in diesem kalten Kriegsszenario, der Europa, auch Osteuropa, sehr verbunden ist. Lindsey Graham auf der republikanischen Seite auch. Biden selber natürlich. Aber, und jetzt kann man sagen, die Europäer haben ein bisschen Glück, dass diese Leute immer noch was zu sagen haben. Wenn Washington voll von Obamas wäre, was uns vielleicht mentalitätsmäßig natürlich lieber wäre, weiß ich nicht, wie stark das amerikanische Engagement in der Ukraine noch wäre.
Das heißt, wir emanzipieren uns im Prinzip. Die Ukraine war der Realitätsschock, den wir haben, dass wir sagen, oh, wir müssen uns das selber drum kümmern. Und die eigentliche Musik spielt zwischen Amerika und China. Kann man das so sehen? Ja? Das heißt aber dann doch für uns, warum lassen wir uns denn auf dieses, sag ich mal, amerikanische Spiel drauf ein? Warum einigen wir uns nicht mit den russischen Kräften? Sind das wirklich jetzt sozusagen russische Staatskräfte oder sind es eben, also wir hatten es ja vorher auch über Vorgespräch auch über so Oligarchen, die da jetzt gerade halt momentan an der Macht sind. Also wie verlässlich ist denn jetzt eigentlich unsere Westbindung versus Russlandbindung? Und eigentlich sind wir eine Wirtschaftsmacht, also sprich, müssten wir uns nicht eigentlich um China kümmern? Es geht ja in der Wirtschaftspolitik nicht um Grenzen, die jetzt direkt geografisch sind. Ja? Also das ist ja dann so ein Feld, wo man sich fragen muss, sind wir jetzt sozusagen tatsächlich sozusagen die glücklichen Kinder, die jetzt gerade die ganze Zeit schön behütet gewesen sind, ja? Oder lassen wir uns jetzt gerade in eine Richtung steuern, die wir vielleicht gar nicht gehen müssten? Haben Sie da eine Einschätzung? Nee, ich gebe Rudi das erste Wort, weil ich erstmal über die Frage nachdenken muss. Also das würde ja voraussetzen, was ich aus Ihrer Frage so raushöre, ist ja so ein bisschen, ja, das ist im Grunde um das Wagenknecht-Argument. Ja, so, das ist, was wir eigentlich tun, ist so den amerikanischen Imperialismus wieder mal unterstützen. Die Amerikaner haben eben diese Interessen in der Ukraine. Und dafür gibt es meiner Meinung nach überhaupt gar keine Evidenz. Die Amerikaner wollen eigentlich diesen Krieg überhaupt nicht. Biden setzt das zum Teil gegen massive interne Widerstände durch. Auch die Republikaner, die unterstützen, haben massive Widerstände. Die Amerikaner wollen mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Jetzt kann man sagen, die Europäer sollten das alleine machen, Verhandlungen anbieten. Aber wir haben ja schon gemerkt, dass die andere Seite ja offensichtlich nicht verhandeln will. Also diese Argumente sind ja jetzt durchgenudelt. Also insofern, ja, also es läuft so, also wenn ich es richtig verstehe, läuft die Argument so ein bisschen auf die Wagenknecht-Position hinaus, aber oder Wagenknecht et al.-Position hinaus, die aber meiner Meinung nach als empirisch und theoretisch widerlegt gelten kann, weil es einfach dieses selber kümmernde Europäer mit Verhandlungen nicht dafür gibt es keine Anzeichen. Aber es ist nicht so, dass die Amerikaner, dass wir hier den amerikanischen, dass die Ukrainer schon mal gar nicht den amerikanischen Kampf kämpfen und auch die Europäer kämpfen den amerikanischen Kampf nicht. Die Amerikaner wollen diesen Krieg nicht. Sie wollen sich auf China konzentrieren. Da sollten wir uns übrigens auch noch mal drüber unterhalten. Ich will nur Folgendes sagen. Ökonomisch halte ich China in der Tat ein bisschen für überschätzt. Nicht in dem Sinne, dass wir nicht abhängig sind von China oder unsere Wirtschaft nicht abhängig ist. In einer ganz anderen Weise, als wir das von Russland waren, beziehungsweise nicht wirklich waren, wie sich herausgestellt hat. Aber man muss sich auch klar machen, die massiven Probleme, die China hat und noch bekommen wird. China sitzt zum Beispiel auf einer Immobilienblase. Die haben tatsächlich physisch mehr Gebäude als Chinesen existieren. Und dazu muss man wissen, dass die chinesische Bevölkerung ihren Höhepunkt gerade überschritten hat. Die chinesische Bevölkerung sinkt. Und zwar beschleunigt gegen Ende des Jahrhunderts. Sie wird sich, wenn die Bevölkerungsprognosen stimmen, um etwa halbieren im Grunde genommen, von 1,4 Milliarden auf 700 Milliarden. Also die Chinesen schrumpfen, sie werden alt. Sie haben massive Dinge, die wir auch, aber mit anderen Worten, die deutsche Rentenversicherung lebt in einem Paradies gegenüber den Alters- und Pflegeproblematiken, die auf China zukommen werden, in einem Land, das keine nennenswerte Immigration hat, noch zulässt, noch attraktiv für Immigration ist. Also von den Umweltproblemen, den Verteilungsproblemen, wie gesagt, den spekulativen Blasen in China, gar nicht zu sprechen. Also China ist ein Land auf einem Vulkan, ökonomisch gesehen jedenfalls. Und so dass diese Behauptung, dieses Jahrhundert ein chinesisches Jahrhundert wird, halte ich für sehr überzogen. Wie gesagt, die Chinesen werden, wenn es gut läuft, mit ihren eigenen genug damit zu tun haben, diese Probleme in irgendeiner Form
zu managen, was schwierig genug sein wird. Wenn es schlecht läuft, wird man das tun, was man immer tut, wenn man interne Probleme hat. Man externalisiert sie und überfällt irgendjemand. Das ist die große Angst, die man tatsächlich haben muss. Aber das wäre dann eine Aktion eher der Schwäche, nicht der Stärke. Und ich glaube nach wie vor, dass auch dieses Jahrhundert das amerikanische Jahrhundert bleiben wird. Die Amerikaner werden tendenziell wachsen. Die bleiben eben nach wie vor, also es gibt natürlich immer zurzeit leider dieses ganz schlimme Szenario, dass Amerika in quasi Faschismus oder so abdriftet. Das ist immer zu befürchten. Wenn es aber nicht geschieht, ist ökonomisch einfach von ihrer Wachstumsdynamik her, wie gesagt, die amerikanische Bevölkerung wird wachsen und dann auch gar nicht mehr so viel kleiner sein als China. Gegen Ende des Jahrhunderts auf etwa 400 Millionen. Mit einer ganz anderen wirtschaftlichen Dynamik, mit einer ganz anderen Innovationsdynamik, Produktivitätsdynamik. Also insofern muss man gar nicht so negativ, jedenfalls was Amerika angeht, sein und vor allen Dingen damit eben auch für die Performance des Westens, wenn man jetzt uns doch mal als Wertegemeinschaft zusammen definiert. Also um das kurz zu klären, Wagenknecht hatte ich jetzt eigentlich nicht gemeint. Ich hatte eigentlich genau dieses Argument gedacht, dass diese Analogie Russland zur Ukraine wie China zu Taiwan als Situation der Schwäche, als der inneren Schwäche des Aggressors, ist das ein Risiko im pazifischen Raum. Und wenn es das ist, welche Konsequenzen muss das denn jetzt für uns als wirtschaftliche Machtpolitik haben, wenn wir sagen, naja, das passiert eben aus einer Schwäche heraus in einem gewissen Land und eigentlich gibt es da ja auch andere Kräfte. Es gibt ja auch wirtschaftliche Kräfte, die vielleicht eher anzusteuern sind. Also ich wollte ein bisschen davon wegkommen oder als Fragezeichen haben. Ich glaube, das ist eine Illusion. Genau, also das Fragezeichen ist quasi, haben wir wirklich geografisch verbundene militärische, staatliche Mächte oder gibt es auch sowas wie wirtschaftliche Kräfte, die sozusagen mehr oder weniger ein bisschen über den Staaten schweben? Also als Frage. Also ich glaube, mit Blick auf China und mit Blick auf Russland ist das eine absolute Illusion, weil sie verkennt, also definitiv, also Kollegen und Kolleginnen aus den Osteuropa-Wissenschaften diskutieren gerade sehr intensiv, ob es eigentlich legitim ist, Russland bereits als faschistischen Staat zu bezeichnen. So. Und wenn wir sehen, wie die staatliche Kontrolle über die Gesellschaft seit dem 24.02. in Russland angezogen wird. Also man hätte ja vom 24.02. noch argumentieren können, so der Deal in Russland ist für die Bevölkerung, könnt alle ein glückliches Leben haben, haltet euch politisch nur raus und haltet die Klappe. So, das existiert nicht. Das war auch der Deal für China. Genau, das existiert nicht mehr. Ja, also der Staat durchdringt diese Gesellschaft immer mehr. Es gibt in Russland, und das ist halt das, was man hier auch erkennen muss, es gibt ja keine unabhängige Wirtschaft. Also ne, die große Erzählung, die ja immer gelogen war, war ja Nord Stream 2 ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Ja, natürlich, bei Gazprom. Ja, also sozusagen einer Firma, die davon lebt, dass der Staat sozusagen sie schützt, die dem Staat zuarbeitet. Und wir haben in Russland immer gesehen, ein Oligarch ist ja jemand, der wirtschaftliche Macht hat, oder nein, der wirtschaftlich reich ist, ja, und damit natürlich auch wirtschaftliche Macht hat und politischen Einfluss hat. Das gab es unter Jelzin, ja. Wenn Sie sich die Entwicklung unter Putin ansehen, dann hat der diese ganzen Oligarchen, der gleiche Deal. Du kannst Geld hier machen, bis du erstickst in deinem Geld. Du hältst dich aber aus der Politik raus. Und wir haben in den vergangenen 20 Jahren gesehen, was mit denen passiert, die sozusagen angefangen haben, Kritik an irgendwas zu üben in diesem Regime. Die hatten in der Regel, 3 Wochen später hatten die Steuerfahndung da. In der Regel 5 Monate später wurden sie verurteilt. Wenn sie Glück hatten, konnten sie ins Exil. Und wenn sie ganz großes Glück hatten, wurden sie 10 Jahre später nicht umgebracht im Exil. Also von daher sozusagen, es gibt diesen unabhängigen Raum nicht, den die Wirtschaft entfalten könnte in Russland. Und das Gleiche gilt für China. Da sind wir wieder bei der Yuwei-Diskussion. Ja? Also Yuwei als dieser unabhängige private Firma. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Das ist totaler Bullshit, weil Yuwei, wenn der chinesische Staat was verlangt, wird Yuwei das tun, was der chinesische Staat verlangt. Und wenn der chinesische Staat sagt, ihr seid so schön in den Telekommunikationsnetzen der Europäer, zieht mal alle Daten rüber, dann wird Yuwei das machen. Weil wenn Yuwei das nicht macht, wird der Vorstand von Yuwei am nächsten Tag sozusagen nicht mehr Vorstand von Yuwei sein. Schauen Sie sich den Alibaba-Vorstandsvorsitzenden an. Ja, einer der großen Stars in der chinesischen ökonomischen Szene und in der chinesischen Politik,
bis er dann plötzlich... Jeff Bezos, Elon Musk in China im Grunde genommen. Bis er plötzlich Kritik sozusagen an der Staats- und Parteiführung gegründet hat. Und wo ist jetzt der Mann? Er ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender von Alibaba. Das ging ganz schnell. Also da gibt es keine Akteure, auf die wir zugehen können oder die sozusagen neben den Staaten existieren und sozusagen mit uns Deals machen könnten. Das ist das eine. Das zweite ist, und da ist mir die Antwort dann eingefallen. Manchmal bin ich halt langsam. Da muss ich nachdenken. Also man muss sich mal ganz klar vor Augen führen, jetzt unabhängig von der Frage, wie mächtig ist China im ökonomischen Sinne und was wird auf die Chinesen zukommen. Was China, was Russland, aber auch Staaten wie Brasilien, Indien, Indonesien, Nigeria, was die wollen, ist ein komplett anderes internationales System, das nichts mehr mit dem internationalen System zu tun hat, das wir kennen, in dem wir aufgewachsen sind. Und zwar sowohl ökonomisch als auch politisch. Da reden wir über Normen, die Weltethos-Institut. Ja? Diese Rede von Multipolarität, die dort immer in diesen BRICS-Kommuniqués zu finden ist, unabhängig von der Tatsache, dass das machtpolitisch sowieso unsinnig ist. Aber die bedeutet ja letzten Endes, dass wir die Welt aufteilen in Regionen, in denen ein oder zwei Staaten den Einfluss über diese Region haben. Das ist alles machtpolitisch und realpolitisch, klingt das super. Aber die natürlich in ihren Räumen Normen und Regeln definieren. Und da ist Universalität der Menschenrechte ist perdu. Ja, die gibt es dann nicht. So, die Chinesen, die Russen, aber auch die Brasilianer, die Inder und die Indonesier, trotz aller Konflikte, die sie haben, die sind alle große Fans davon, zum Beispiel, dass man zurückgeht zu einer, ich sage jetzt mal, 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert Verständnis von Souveränität von Staaten in der internationalen Politik. Die letzten Endes heißt, ein Staat kann, also eine Regierung eines Staates kann in seinem Staat machen, was sie will und der Rest hat sich da rauszuhalten. So, das ist das große chinesische Ding. Ja? Nicht Einmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Also die wollen eine komplett neue Weltordnung. Das muss man sich einfach, das ist nicht einfach nur eine Machtverschiebung, die vielleicht von den USA weggeht, hin zu den Chinesen geht, sondern damit geht einher eine völlig andere Vorstellung über die Frage, was bedeuten Normen, was sind Regeln, was sind sozusagen, welche Einfluss haben Institutionen in der internationalen Politik etc. pp. Und wenn man sich das klar macht, dann ist auch klar, meines Erachtens, dass weder wir als Bundesrepublik Deutschland noch vermittelt über die Europäische Union, wir in dieser Auseinandersetzung neutral bleiben können, weil es den Kern sozusagen unserer Ordnung betrifft. Also wir können nicht neutral bleiben. Diese Vorstellung Schaukelstuhlpolitik, wir gehen mal mit, wenn unsere Interessen sozusagen mit den Amerikanern eher zusammenliegen, dann gehen wir mit den Amerikanern, wenn sie eher mit den Chinesen zusammenliegen, dann gehen wir eher mit den Chinesen. Das wird einen hohen Preis haben, wenn man das macht. Das wird einen hohen Preis haben. Die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich würde den ungern zahlen. Und deswegen ist mein Punkt immer, dass ich sage, ich glaube prinzipiell sollten wir keinen Zweifel daran lassen, dass wir sozusagen die amerikanische Wahrnehmung auf China teilen und den amerikanischen Versuch, sozusagen Chinas Einfluss einzudämmen, teilen. Wir werden mit den Amerikanern genug ökonomische Konflikte über die Frage haben, wie geht man mit Asien um. Ja? Aber wir sollten keinen Zweifel daran lassen, dass wir sozusagen in den fundamentalen Sachen auf einer Seite stehen. Ich nehme immer so das Bild, wir haben eine Auseinandersetzung zwischen zwei 800-Pfund-Gorillas, den USA und den Chinesen. Und wir sind so ein 150 Kilo Schimpanse dazwischen. Der wird nicht immer fröhlich hin und her hopsen können, weil irgendwann wird einer dieser Gorillas sagen, entweder du bleibst hier oder ich trete mit dem Fuß auf dich. Ja? Also Neutralität und uns das Beste rauszuholen von beiden Welten wird über lange Zeit nicht gut funktionieren. Zumal, ich würde sagen, was Carlo beschrieben hat, gibt uns, glaube ich, auch einen Hebel, denn wir können ja was tun. Und zwar aus folgendem Grund. Die Chinesen halten sich ja nicht an ihre eigene Doktrin, nämlich der Nichteinmischung des Staates. Die mischen sich ja überall ein. Da komme ich jetzt gleich auf den Punkt. Wir können auch von den Amerikanern lernen. Und Carlo wird das besser wissen als ich, aber wenn ich mich recht erinnere, haben vor ein paar Jahren mal die Amerikaner simuliert, was in so einem Pazifikkrieg eigentlich passieren würde. Und da haben sie gemerkt, dass sie gnadenlos in den Hintern, um es mal häufig zu sagen, in den Hintern gekickt bekommen hätten von den Chinesen. Was haben die Amerikaner gemacht? Knallharte Bündnispolitik in Südostasien. Heute sieht es ganz anders aus. Die haben sich mit den Filipinos, mit anderen Worten, es gibt zwar Brasilien, das vielleicht Südamerika dominieren will, die Frage ist, die Paraguays, die Argentiniens, die Perus und die Chilenen,
die wollen ja nicht von Brasilien als brasilianische Anschlussfähre dominiert werden. Ja? Und genauso ist es in Südostasien aus. Da haben die Amerikaner in den letzten Jahren stark gearbeitet. Was das am Ende wert sein wird, werden wir sehen. Aber auch das Bündnis mit Japan ist natürlich viel, viel enger geworden. Das heißt, die haben massive Militärbasen in Korea, in den Philippinen und Japan. Die können immer in das südchinesische Meer gut reinschießen, die Amerikaner. Eine Sache, die sie vor ein paar Jahren noch nicht konnten. Vielleicht, Carlo kann das noch vermutlich besser erklären als ich. Was ich damit sagen will, die Amerikaner haben mit anderen Worten eine starke geopolitische, geostrategische Engagement-Policy betrieben in Südostasien. Und ich würde sagen, wir Europäer sollten Ähnliches machen in Afrika. Und zwar aus dem Grund, weil eben die Chinesen sich nicht an ihre eigene Doktrin der Nicht-Einmischung halten, sondern die mischen sich sehr gnadenlos in Afrika ein. Und das mag einigen Potentaten da und einigen Warlords durchaus profitabel sein, für die profitabel sein, diese chinesische, ja, letztlich Kolonialismus. Aber es ist natürlich kein attraktives Gesellschaftsmodell. Am Ende des Tages glaube ich schon, dass Europa das wesentlich attraktivere Gesellschaftsmodell gerade für die jungen, hungrigen Afrikaner hat. Und Afrika hat drei Dinge, die wir in Zukunft brauchen werden, nämlich junge, hungrige Menschen, die, und zwar nicht nur hungrig im Sinne von physisch hungrig, sondern die was lernen wollen, die produktiv sein wollen, die wir ausbilden können. Natürlich die Rohstoffe und vor allen Dingen ein schier unerschöpfliches Reservoir an erneuerbarer Energie. Und Europa muss aus seinem Quark kommen und das kopieren zu versuchen, was die Amerikaner in Südostasien machen. Afrika ist der natürliche Kontinent, würde ich sagen, für die Europäer, weil es eben diese natürliche Symbiose gibt. Je weniger sozusagen ungeregelte Armutsmigration oder klimabedingte Migration nach Europa kommt, umso mehr allerdings geregelte Migration im Sinne von Austausch von Humankapital zum Beispiel. Ich weiß, manche Leute mögen dieses ökonomische Wort nicht, bedeutet nur, dass Menschen nicht nur sozusagen mit rohen Fähigkeiten in der Wirtschaft teilnehmen, sondern eben mit erlernten Fähigkeiten in der Wirtschaft teilnehmen und wirtschaftlichen Erfolg haben. Da hat Europa immer noch was zu bieten mit seinen Universitäten. Verstärkt, würde ich sagen. Also wir können schon was machen. Und ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages hat keiner dieser, mit der Ausnahme vielleicht von Indien, also wenn man sich auch kulturell anguckt, wahre Hegemonien in der Geschichte hatten immer auch nicht nur Hard Power im Sinne von militärischer Power und wirtschaftlicher Power, sondern eben auch Soft Power. Warum ist der Amerika nach wie vor der Hegemon der Welt, wenn man so will? Naja, auch weil es unglaublich attraktiv ist in so vielen Dimensionen, mit seinen Universitäten, mit seinen Filmen, mit seiner Kulturindustrie. Da hat China absolut überhaupt nichts zu bieten. Ja? Wenn überhaupt ist Südostasien dominiert von Südkorea. Südkorea ist, was das angeht, eine Softpower. Indien auch. Indien hat eine Kulturindustrie, die sozusagen auch weltweit Zulauf findet, aber die meisten anderen dieser Regime haben, was hat denn China an Softpower zu bieten, zum Beispiel den Afrikanern. Und wie gesagt, die Amerikaner, wenn man sich heute in Berlin mit Leuten unterhält, die im diplomatischen Dienst sind oder waren, Afrika-Erfahrung haben, die sagen einem durch die Bank, dass die Afrikaner frustriert sind mit den Chinesen, weil die Kredite jetzt bezahlt werden müssen. Die Chinesen haben keine Lust auf Schuldenerlass. Nur mit den Europäern und Amerikanern kann man über Schuldenerlass und das hohe Zinsniveau in der Welt wird auch das wird ein Problem, das vor der Tür steht. Wir werden Entschuldungsdebatten bekommen, sehr schnell, glaube ich, was die Entwicklungsländer angeht. Und bisher waren die Chinesen da absolut knallhart. Und das ist ein strategisches Fenster, denke ich, das die Amerikaner und die Europäer bespielen können. Aber sie müssen es halt auch bespielen. Und insbesondere die Europäer müssen aus ihrem Quark kommen. Letzter Satz to his credit. Olaf Scholz hat das verstanden, glaube ich, und hat das versucht. Aber meiner Meinung nach müsste man das noch viel mehr machen. Wir brauchen sowas wie ich sage es jetzt einfach mal so, einen hohen Beauftragten der EU für Afrika, der nichts anderes macht, als sozusagen in Afrika rumreist und strategische Partnerschaften auf Augenhöhe knüpft, wo man gleichzeitig durchaus auch
es anerkennt, dass man viel Mist gebaut hat in der Kolonialzeit. Aber ich glaube, die Afrikaner verstehen, dass der chinesische Kolonialherr auch nicht freundlicher ist, als der europäische war. Wenn man sozusagen, und da können die Deutschen ja durchaus was beitragen, was Vergangenheitspolitik angeht, das können die Deutschen ganz gut. Wenn man sozusagen mit diesem Gestus auf Afrika zutritt, einerseits, wir bereuen wirklich, was passiert ist, wir sind auch bereit, möglich über Reparationen zu reden, gleichzeitig wollen wir nach vorne schauen, eine strategische Partnerschaft, wir haben Dinge, die ihr noch braucht, aber ihr habt Dinge, die wir auch zum Überleben brauchen, wie gesagt, Stichwort erneuerbare Energien, wenn man das strategisch spielt, glaube ich, gibt es schon viele Möglichkeiten, die Europäer nach wie vor haben. Also ich gehe da mal rein, ich teile das absolut, was Rudi sagt. Dafür verdient er mehr Applaus. Kommen Sie, strengen Sie sich an. Zum einen sehen wir, das hat nichts nur mit der Entschuldung zu tun, aber wir sehen ja jetzt schon sozusagen in einigen Regionen, ich sage nicht Ländern, aber Regionen Afrikas, wie sich die lokale Bevölkerung gegen sozusagen die Chinesen stellt, weil sie nichts davon profitiert. Die Chinesen machen alles mit ihren eigenen Arbeitern. Das heißt, ein Rieseninvestment, das da reinkommt, davon profitiert kein Mensch außer China und der entsprechende Staatschef oder die Staatschefin. Meistens ist es ja Mann. Der zweite Punkt, wir Deutschen sind da nicht nur wegen dieser Erinnerungspolitik-Debatte relativ prädestiniert, weil wir die geringste koloniale Vergangenheit dort haben. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Also, ich meine, es gibt eine große Debatte jetzt sozusagen unter den Kennern in der Frage, weil die Sahelzone ja jetzt komplett gekippt ist in diesem Ring und sehr viele Putsche stattgefunden haben. Haben die deshalb stattgefunden sozusagen, weil die Franzosen zu stark präsent waren oder weil sie über die letzten Jahre ihre Präsenz eigentlich abgebaut haben? Ist eine offene Debatte. Bin ich selber kein Experte dafür. Nur letzten Endes, die Franzosen sind behaftet mit ihrer kolonialen Vergangenheit. Sobald die irgendwo hinkommen, denkt jeder sozusagen, die wollen eh nur ihr eigenes Business machen. Die Briten haben mehr oder weniger genau das gleiche Problem. Die Amerikaner sind verhasst, weil sie halt die Imperialisten sind, global. Wir Deutschen sind in einer relativ guten Position. Und ich weiß, dass 2018 bei der Münchner Sicherheitskonferenz ich sehr erstaunt war darüber, dass sowohl Macron in seiner Rede als auch Angela Merkel in ihrer Rede Afrika als den Schwerpunkt genannt hat. Ja? Nur danach ist nichts gefolgt. Also danach gab es auf der EU-Ebene diesen sogenannten Marshallplan für Afrika, der finanziell unterfüttert wurde, aber der wurde dann vergessen. Also von daher stimmt das. Und was vor allen Dingen aber wichtig ist, und das gilt, Rudi hat es gesagt, Olaf Scholz hat das erkannt. Und die deutsche Außenpolitik hat momentan sehr stark erkannt, dass... Ich habe ja gerade eben von Brasilien, Indonesien und so weiter geredet. Ne? Gilt auch für Afrika. Das sind Staaten, die nenne ich Swing States, weil die sich jetzt sehr bewusst sozusagen aus dieser ganzen Auseinandersetzung raushalten. Ja, die gehen weder auf die Seite der Amerikaner und der Europäer und verurteilen die Russen komplett, noch gehen sie auf die Seite der Chinesen und unterstützen die Russen komplett, sondern die halten sich mehr oder weniger neutral. Weil die natürlich gucken wollen, wer geht da als Sieger heraus. Ich lege mich doch jetzt nicht fest, wenn ich nicht weiß, wer Sieger ist. Und gleichzeitig sozusagen versuchen sowohl China, Russland als auch die USA, Europa, in diese Staaten zu gehen und denen Angebote zu machen. Also perfekte Situation. Ja? Ganz wichtig ist es in diesem Zusammenhang, und das macht die Bundesregierung, sich genau um diese Staaten und diese Regionen zu kümmern. Und versuchen Sie mal rauszufinden, wann das letzte Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein deutscher Bundeskanzler sich eine Woche in Afrika aufgehalten hat. Oder ein deutscher Außenminister, jetzt ist es eine Außenministerin, sich eine Woche in Lateinamerika aufgehalten hat. Da müssen Sie ganz, ganz lang zurückgehen. Also das heißt, das sind genau diese Signale, dass wir versuchen, mit denen neue Partnerschaften einzugehen. Und das ist deshalb so prekär, weil die natürlich alle noch im Hinterkopf haben, diese Partnerschaften, die es gab im Kalten Krieg, die wirklich nur dazu gedient haben, die Staaten weg von der Sowjetunion zu bekommen. Ja, und dann sozusagen 1990 oder 91, als die Sowjetunion puff gemacht hat, haben wir gesagt, so long, ab nächsten Ersten müsst ihr das alleine versuchen. Und das haben die natürlich auch im Kopf. Deswegen müssen wir sozusagen wirklich Partnerschaften denen anbieten, die langfristig sind, und wir müssen überzeugend darin sein, dass sie langfristig sind. Und das Zweite, was Rudi sagt, und da sage ich noch nicht mal erneuerbare Energien, wenn Sie sich angucken, wie die Europäische Union, vor allen Dingen in Afrika, Assoziationsabkommen und Freihandelsabkommen ausgehandelt hat in der Vergangenheit, dann waren die immer dadurch gekennzeichnet, dass sozusagen wir Europäer dahin alles exportieren konnten, was hier produziert wurde, die aber dort, wo sie wettbewerbsfähig waren, Quoten bekommen haben. Und das waren landwirtschaftliche Produkte, weil mal hatten die Spanier keine Lust sozusagen, dass die marokkanischen Tomaten ihre einheimischen Tomatenindustrie kaputt machen. Wir Deutschen haben mal
ein Assoziationsabkommen mit Tunesien mit einem Veto belegt, damit die, habe ich damals gelernt, wusste ich nicht, dass es gab, damit die ostdeutsche Trockenschnittblumenindustrie auch noch weiter überleben kann. Ja? So, und das geht nicht mehr. Also sozusagen, wenn wir da Partnerschaften machen, dann müssen die symmetrisch sein. Und das heißt, wir müssen auch einen Preis dafür zahlen. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen einen Preis dafür zahlen. Wir müssen damit leben, dass dann halt marokkanische Tomaten gegebenenfalls den deutschen Markt überschwemmen und halt alles an Tomaten, wie wir sie jetzt kaufen, ob sie von Holland sind oder von Deutschland sind, zunächst einmal da ein großer Nachteil gerät. Aber anders wird das nicht funktionieren. Das heißt, das ist nicht umsonst zu bekommen. Das ist auch für uns mit dem Preis verbunden. Aber wenn wir nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dann kicken all diese Faktoren ein, die Rudi gesagt hat. Na, dann kriegen wir keine Skilled Labor. Dann haben wir sozusagen ein Problem mit der Energiewende und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, wir müssen sogar noch mehr geben. Wir müssen, also wenn wir werden zum Beispiel nicht mehr damit davonkommen, einfach nur die erneuerbaren Energien da abzuziehen, sondern wir werden auch erlauben müssen, jedenfalls in den Ländern, die dann einigermaßen stabil sind, werden wir auch damit zufrieden sein müssen, dass bestimmte, jedenfalls einfache Produktionsindustrieprozesse dahin kommen. Also mit anderen Worten, dann wird Dünger eben in Namibia produziert, der sehr energieintensiv ist, weil das nämlich technisch gesehen Technologie des 19. Jahrhunderts sogar ist im Grunde genommen. Das hat sich nicht mehr viel erneuert. Also man wird auch den es kann eben nicht so sein, dass man traditionell alles sofort den Rohstoff rausgezogen hat und alle Wertschöpfungsketten dann in Europa durchgeführt hat. Das wird intern ein Problem werden, aber ich möchte es noch weiter dramatisieren. Ich glaube, dass Europa gar keine andere Wahl hat, und zwar aus folgendem Grund. Weil wenn wir das nicht machen und wenn sich Afrika weiter destabilisiert, sei es aus klimatischen Gründen, weil der Klimawandel zuschlägt, sei es aber auch bewusst gesteuert von uns dann feindlich gesteuerten Staaten. Wir sehen das ja schon mit Russland in Westafrika, und auch die Chinesen könnten ja durchaus ein Interesse haben sozusagen an einer gewissen Destabilisierung Afrikas, solange sie eben Europa schadet. Das kann ja durchaus also eine Waffe in dieser Auseinandersetzung dann sein. Also wenn wir das nicht verhindern, dann sind die jetzigen Flüchtlingsprobleme, die wir haben, sind dann tatsächlich Kindergarten. Und dann wird es dazu kommen, das sage ich einfach voraus, dass das europäische Elektorat Parteien wählt, dann wird es nur noch militärische Lösungen geben an der Grenze oder brutale Lösungen. Das heißt, wir werden massive Außenrepressionen bekommen. Das kann aber das bedeutet innenpolitisch, eine grüne Partei, eine SPD oder auch eine CDU traditionellerweise würde das nicht überleben. Und das bedeutet wiederum, dass dann Parteien gewählt würden, die das durchführen können, die da kein schlechtes Gewissen haben. Mit anderen Worten, wir werden noch ganz andere rechtsautoritäre und rechtspopuläre Regime bekommen in Europa. Und das Ende vom Lied wird sein, dass wir nicht nur eine Außenrepression bekommen, sondern auch eine innere Repression. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die Alternative, wenn wir uns nicht mit Afrika auf diese strategischen Partnerschaften einlassen. Ich halte es für geradezu ein Gebot des Überlebens für Europa in seiner heutigen Form. Ich bin als Grüne in der Analyse ja ganz d'accord. Die marokkanischen Tomaten sind also auch gut für uns, weil wir dann natürlich marokkanische Tomatenanpflanze in Marokko haben und nicht hier. Ja, das ist ja auch ein Aspekt, den man dabei haben kann. Was jetzt hier bei der Diskussion rausgekommen ist, waren meine Fragen ein bisschen in die Richtung abgezielt, aber ich glaube, die ist jetzt implizit schon beantwortet. Im Prinzip, die Macht liegt nach wie vor immer bei der normativen Macht, die jetzt geografisch in der Regel begründet ist und manchmal demokratisch legitimiert ist. Jetzt möchte ich gerne, bevor ich dann nochmal ins Publikum auch rein öffne, um da Fragen zu sammeln, gerne noch auf zwei Namen abgehen. Wir haben ja jetzt hier einerseits die Sache, Sie hatten das schon erwähnt, Elon Musk, ja, Elon Musk, der nicht demokratisch legitimiert ist und sich neulich bei Twitter gemeldet hat mit den Worten, Norwegen ist ja echt ein reiches Land, das hat fast so viel Geld wie ich. Und also das ist so diese Wahrnehmung, ja, man sieht jetzt mit Starlink, dass Elon Musk als demokratisch nicht legitimierte Person sozusagen das macht, was also als westlicher Oligarch das macht, was den östlichen Oligarchen nicht möglich ist. Ja.
Und deswegen war eigentlich so ein bisschen meine Frage, wie sieht es aus mit wirtschaftlicher Macht, die vielleicht entkoppelt ist von staatlicher Macht? Ja, ist sie das oder ist das nur scheinbar so? Da würde ich gerne noch eine Meinung hören und aber auch gerne zusammen die andere Person, die Sie genannt haben, nämlich Olaf Scholz, ja, der jetzt sozusagen einerseits erkannt hat, was zu tun sei, andererseits aber immer sehr zögerlich ist, Stichwort Taurus, ja, also jetzt irgendwie da dann eben doch nicht die Machtpolitik durchführen kann oder will, ja, warum nicht? Und Elon Musks macht es einfach. Also wie verhalten die beiden sich und welche Macht haben die dann jeweils tatsächlich? Das wäre so ein Fragekomplex, auf den ich gerne noch Antworten haben möchte. Also ich versuche mal politisch zu beantworten. Elon Musk hat die Macht, die er hat, die ja durchaus nicht unbeträchtlich ist, also zum Beispiel als Eigentümer von X, was noch immer trotz aller Probleme eine der wichtigsten Plattformen ist, über die auch Nachrichten gehen und so weiter, weil die Staaten ihn lassen. So. Also, man könnte, wenn die Europäische Union sozusagen ernst machen würde, dann könnte X morgen hier zu sein, weil X so viele Standards der Europäischen Kommission verletzt, ja, dass man den Laden zumachen könnte. Man macht es nicht, das ist was anderes, aber man könnte es. Wir haben, Rudi, und ich klaue dir das jetzt ganz einfach, Rudi hat gesagt, in einer möglicherweise funktionierenden Demokratie, ja, komplett funktionierenden Demokratie, USA, wäre Starlink schon vor Monaten verstaatlicht worden. So, und man hätte gesagt, am Ende des Krieges kriegst du es wieder, aber jetzt sozusagen stellst du es in den Dienst der Ukraine und wir kontrollieren das. Also diese ganze Starlink-Sache ist einfach eine Sache, wo man einfach sagen muss, das ist eine Konsequenz einer staatlichen Entscheidung, nämlich einer Privatisierung von bestimmten Bereichen, ja, wo ich immer sagen würde, ich benutze mal den Begriff Neoliberalismus wertneutral, ne, also weder im Positiven noch im Negativen. Aber wo ich sage, ja, dieser Neoliberalismus ist dann auch irgendwann mal übergeschwappt auf solche Kernbereiche von Staaten, wo ich persönlich sage, die sollte der Staat nicht aus der Hand geben. Und da reden wir über Streitkräfte und sozusagen alles, was mit Streitkräften zu tun hat. Also diese Privatisierung von Sicherheitspolitik, das ist ja ein Teil der Privatisierung von Sicherheitspolitik. Ne? Wo ich sage, das war ein katastrophaler Fehler und das merken wir jetzt in der Ukraine. Das merken wir wirklich in der Ukraine. Aber der amerikanische Staat hätte es in der Hand, das anders zu machen. Er tut es aber nicht. Aus bestimmten normativen Gründen, bürokratischen Gründen, ich weiß es nicht. Also von daher, solche Unternehmen, will ich sagen, haben die Macht, die sie haben, weil die Staaten sie machen lassen. Man könnte auch anders mit ihnen umgehen. Ja, und der amerikanische Staat hat ja gezeigt, dass er das auch anders kann. Es gab die Ära der großen Antitrust-Gesetzgebung, der Zerschlagung von großen Unternehmen. Der amerikanische Staat hat sich ja schon durchaus behauptet. Es ist eben ein weiteres Zeichen einer Dysfunktionalität, die sich in der amerikanischen Politik, in dem amerikanischen politischen System eben äußert. Das gehört dazu, neben vielen anderen Dingen. Trump ist sicher ein anderes Symptom davon. Man muss, das ist durchaus auch angelegt in der amerikanischen Verfassung, in der Verfassungsarchitektur, die eben darauf gezielt ist. Anders als in Europa sind die Amerikaner sehr stark und die amerikanische Verfassung sehr stark so geschrieben worden, dass staatliche Macht begrenzt wird. Ja, also auch alle diese, der Senat mit seinen 60, dass man 60, also eine qualifizierte Mehrheit braucht für die meisten Gesetze, dass die einzelnen Staaten eine große Macht haben, dass der Präsident nicht unbedingt eine Mehrheit im Parlament haben muss. Alle diese Elemente sind, und das hängt natürlich mit der Geschichte der USA zusammen, sind dazu konstruiert, dass sozusagen nicht eine Person eben wieder totalitäre oder autoritäre Macht ergreifen kann. Das kann man verstehen, wenn man sich überlegt, wo die Amerikaner herkommen aus den Unabhängigkeitskriegen. Und dann hat man natürlich auch die Verfassung so oder es so schwer gemacht, die Verfassung selber zu ändern, dass dieses Moment sozusagen immer noch durchschlägt. Die Frage ist halt, ob das sozusagen ein System ist, das was eben im Ausgang des 18. Jahrhunderts durchaus vernünftig war, eben ein System ist und wo die Amerikaner noch weit davon entfernt waren, ein Hegemon zu sein, ob das natürlich für das 21. Jahrhundert, für den Welthegemon tatsächlich tauglich ist. Und das ist aber der eigentliche Grund. Und ich will noch einen zweiten Punkt, einen Namen, den Sie nicht erwähnt haben, aber wo man auch zeigt sozusagen, der Einfluss, jetzt rede ich nicht von Macht, sondern von Einfluss, der entsteht
weil sozusagen Staaten bestimmte Aufgaben nicht wahrnehmen. Also wir haben ja diese Bill und Melinda Gates Foundation, die vor allen Dingen im Bereich der internationalen Gesundheitspolitik irrsinnige Summen Geld aufwendet, um da was zu tun. Das ist natürlich auch eine Folge dessen, dass die WHO sich nicht hat reformieren lassen und man dann die Entscheidung getroffen hat, um bestimmte Sachen zu tun, die eigentlich WHO-Aufgabe wären. Also wurde die Impfallianz gegründet. Und da sind Staaten sozusagen mit privaten Akteuren zusammengegangen, weil diese privaten Akteure das gemacht haben, was die Staaten im Rahmen der WHO nicht gemacht haben, nämlich die Kohle bereitzustellen, damit sozusagen diese Impfungen weltweit relativ unkompliziert und schnell durchgeführt werden können. So, und daraus resultiert dann, und das ist halt das Problem, also zumindest im Bereich dann globaler Gesundheitspolitik, dass man sich sagt, naja, wenn wir jetzt schon diese Akteure haben, die bereit sind, Geld zu zahlen, dann müssen wir ja nicht mehr Geld zahlen. Also das heißt, wir müssen das nicht wieder zurück an uns nehmen, sondern die sind ja bereit, unsere Programme finanziell zu unterstützen. Wir geben halt nur vor, dass wir jetzt das und das machen. Melinda und Bill Gates wollt ihr da nicht finanzieren und so weiter und so fort. Also letzten Endes wieder, vielleicht ist das ein zu klassisches Staatsverständnis, der Staat setzt den Rahmen, in dem diese Akteure Macht entfalten können oder sozusagen nicht Macht entfalten können. Und das ist eine Frage sozusagen, wie Staaten damit umgehen. So. Olaf, es ist halt so lange unproblematisch, als Bill, Melinda Gates halt irgendwie nett sind und lieb sind, genau, und richtig, sozusagen im Mainstream, genau, mitschwimmen. Richtig. Und wenn aber dann plötzlich der Elon Musk dann ist, dann haben wir ein Problem. Plötzlich. Genau, richtig. Das wurde halt nicht mitbedacht, wenn man genau, sowas in Problem. Absolut richtig. So, Olaf Scholz. Taurus. Und wirklich wissen Taurus? Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die letzten Endes diese Taurus-Lieferung verzögern. Und ich sehe momentan auch nicht, sage ich ganz klar, dass die in den nächsten Wochen kommen wird. Weil es fehlt der Druck sozusagen von anderen Staaten. Anders als bei dieser ganzen Panzerdiskussion gibt es jetzt nicht irgendwie 15 Staaten, die drumherum hängen und schreien, die Deutschen müssen liefern und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Faktoren. Das eine ist in der Tat, also andersrum gesagt, wenn man die Krimbrücke zerstören will, dann ist die Taurus die geeignete Waffe dafür. Punkt aus um Ende. Storm Shadow, Scalp sind eher Glückstreffer. Ja, das hat was mit der Art und Weise zu tun, wie die Dinger explodieren. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Taurus kann das Ding, wenn es gut, wenn es richtig vernünftig genutzt wird, kann sozusagen die Brückenpfeiler kaputt machen. Und ich glaube, Olaf Scholz scheut sich zurück, derjenige Kanzler zu sein. Die Attackams auch, können die das? Naja, die Attackams können das nicht. Die Attackams sind für andere Sachen gut. Olaf Scholz scheut sich davor zurück, sozusagen als derjenige Kanzler identifiziert zu werden, der die Waffen geliefert hat, die diese Brücke zerstören. Und von wo man dann nicht weiß, muss man jetzt erstmal so sagen, ich habe meine persönlichen Annahmen, wo man nicht weiß, wie reagiert denn jetzt die Russische Föderation darauf. Weil wenn die Krimbrücke weg ist, heißt das ganz einfach, die Truppen im Süden können kaum noch versorgt werden. Dann kann es sein, sozusagen, dass die Ukrainer in der laufenden oder in der nächsten Offensive ganz einfach wirklich viel, viel Territorium zurückerobern. Ja? Und dann steht natürlich auch die Frage der Krim auf dem Spiel. So, weil wenn die Ukrainer es schaffen, sozusagen bis dahin dann genügend Artillerie, ich sag mal, ein bisschen hinter Tokmak zusammenzuziehen, dann kommt die Krim plötzlich in die Reichweite von Artilleriebeschuss. Und dann herrscht die Vorstellung von, wir wissen nicht, was dann die Russen machen. Wenn sie dabei sind, die Krim zu verlieren, was machen die dann? Ne? Und ich glaube, dann will man nicht als der Kanzler eingehen, der sozusagen die Waffe geliefert hat und vielleicht auch noch die Koordinaten geliefert hat, damit die Brücke kaputt geht. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich momentan wesentlich höher einschätze, man muss einfach konzidieren, eine Mehrheit der Bundesbürger ist dagegen. Die Frage Taurus ist in der SPD hoch umstritten. Ich glaube, Olaf Scholz will in den nächsten Wahlkampf reingehen als derjenige Kanzler, der sich umsichtig erwiesen hat und sehr vorsichtig mit Blick auf die Waffenlieferung und damit eine mögliche Eskalation verhindert hat. Ich glaube, das sind die zwei leitenden Überlegungen des Kanzlers, warum er bei dieser Taurus-Frage so zögert. Okay, Dankeschön. Eine Frage ist mir schon noch auf der Zunge. Die Frage ist die Rahmenbedingungen, die die Staaten Bill und Melinda Gates geben. Es stellt sich ja auch die Frage, ob es nicht auch andersrum ist. Ja? Also wenn er zu viel Geld, also als Naturwissenschaftler denke ich dann, ja gut, wenn da die Energie, Geld, ja, auf dem anderen Lager ist, dann ist das ja das dominierende System. Ja? Das war so ein bisschen für mich auch eine Fragestellung da dabei. Zu
Zu Ihrem letzten Satz ist für mich dann die Frage, die sich dann aufdrängt, ja, das heißt, man will die Ukraine dann doch verlieren lassen oder nur langsam gewinnen lassen. Das ist so ein bisschen so, vielleicht da noch ein... Na, das hat aber nichts mit der Taurus-Sache zu tun. Also das ist, wir reden viel zu viel über die Taurus. Ich sage nicht, dass... Das ist ein Symbol natürlich. Ja, aber der Punkt ist sozusagen... Also was wirklich überlebensnotwendig ist für die Ukraine. Wir dürfen nicht vergessen, im Kern ist das ein Artilleriekrieg. Ist Munition, Munition, Munition. Ersatzteile, Ersatzteile, Ersatzteile. Artillerie, Artillerie, Artillerie. Alles andere, F-16, Taurus, nice to have, verstehen Sie mich nicht falsch, rüberschicken. Ja? Aber wenn die Ukraine nicht ermächtigt wird, sozusagen einen konstanten Nachschub an Munition, Ersatzteilen und Artilleriesystemen zu haben, dann wird sie diesen Krieg irgendwann mal verlieren, weil Russland, ich zitiere jetzt mal Stalin, macht die alte Zweite Weltkriegsstrategie, Quantität wird irgendwann mal eine Qualität in sich selber. Und solange Russland, und das muss man einfach sagen, Russland hat mehr Menschen, Russland kann sozusagen mehr Material da reinbringen, das ist alles nicht gut ausgebildet, das ist alles altes Panzermaterial, aber wenn der Ukraine die Munition ausgeht, dann ist Schicht im Schach. Dann setzen sich auch die alten T-70 durch oder die T-50 durch. Und dann setzt sich auch der Zwangsmobilisierte durch, der gerade mal irgendwie 3 Tage gelernt hat, wie er mit seiner Kalaschnikow umgehen soll. Ich würde jetzt gerne in die Runde gehen. Ich würde bitten, sich kurz zu fassen jeweils. Und ich würde die Fragen für den Stream, wir werden gestreamt, auch dann jeweils wiederholen, damit das dann auch elektronisch weitergeht. Oder wir machen es so, ja genau. Aber bitte trotzdem kurz halten. Genau. So, wer möchte denn? Ich sehe hier vorne gleich was. Ich behalte das Mikrofon in der Hand, auch wegen des Streamings. Wundern Sie sich nicht. Ich behalte es in der Hand. Meine Frage ist, gehen Sie mit mir einig, dass die Waffenlieferung von Deutschland sich schwerpunktmäßig auf Verteidigungswaffen konzentrieren sollte und nicht auf Angriffswaffen? Nein, gehe ich nicht. Das ist relativ einfach, weil es gibt keine Verteidigungs- und es gibt keine Angriffswaffen. Es gibt nur Waffen. Und die Frage ist, werden diese Waffen in einer Verteidigungssituation eingesetzt oder in einer Angriffssituation eingesetzt? Sie können jede Waffe in der gleichen Situation einsetzen. Sie können Luftverteidigung, was sozusagen als Verteidigung, ne? Sie können diese Patriot-Systeme nutzen, um sozusagen Angriffe, die Sie selber durchführen, vor reinkommenden Raketen zu schützen. Sie können sie aber auch neben Städte stellen, um diese Städte zu schützen vor reinfliegenden Raketen. Bei den Städten ist es Verteidigung. Sozusagen, wenn sie ihre vorrückenden Truppen schützen, sind sie Teil des Angriffes. Es gibt keine Verteidigungswaffen, es gibt keine Angriffswaffen. Punkt. Es gibt nur Waffen. Die Frage ist, wie werden sie eingesetzt? Ich habe 2 Fragen. Wenn jetzt das Wort Imperialismus fällt, wird immer Amerika genannt. Aber der russische Imperialismus ist doch viel erfolgreicher an seinen Rändern im Kaukasus, an den Staaten oder jetzt in der Ukraine und schon mit der Tradition schon 200 Jahre zurück. Jetzt haben sie in Odessa oder vor ein paar Jahren schon das Denkmal von Katharina II., die aus Zerbst, aus Sachsen-Anhalt kommt, wo ich auch herkomme, abgebaut, weil die damals auch Nova-Russia eingenommen hat militärisch. Also eigentlich sind doch die Russen die Imperialisten und nicht die Amerikaner, wenn Sie da einverstanden sind mit meiner Meinung. Und die 2. Frage ist, ist das nicht eine Verdummung von Russland, die Russland mit uns macht, wenn sie keine Grenze an die NATO, also nicht mit der NATO aneinander grenzen will? Das ist doch in Estland schon immer. Und in Finnland, jetzt induziert durch Russland, noch mehr. Da ist es doch fast egal, ob die Ukraine in der NATO wäre. Also sicher Carlos Expertise, aber ich würde sagen, ja, ja. Also ich stimme Ihnen in beiden zu. Ich würde auch hier sehen, dass Russland der Imperialist ist, eindeutig. Und Russland hat in der Tat eine große imperialistische Tradition. Das ist eine Selbstlüge der deutschen Linken, die irgendwann mal geglaubt hat, dass sie Russland als Dominator der Sowjetunion, und auch da war Russland ja schon die Imperialmacht innerhalb der Sowjetunion, irgendwie der logische Verbündete gegenüber dem amerikanischen Imperialismus. Das ist eine ahistorische Lebenslüge der deutschen Linken immer schon gewesen, und insofern stimme ich Ihnen dazu, und ich stimme Ihnen auch zu, was die NATO-Grenzen angeht. Ob das dann eigentlich bedeutet, dass es egal ist, ob die Ukraine in die NATO kommt oder nicht,
Das weiß ich nicht. Ich würde aber vermuten, dass, das kann Carlo besser beurteilen als ich, aber ich würde vermuten, dass wir in einer jetzigen Situation sind, in der in einer möglichen Verhandlungssituation eine NATO-Mitgliedschaft oder eine Quasi-NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine das einzig akzeptable Ende des Ganzen ist. Ich sehe nicht, wie die Ukraine etwas anderes akzeptieren kann. Ich habe ja in irgendeiner dieser Bemerkungen gesagt, solange dieses Regime mit seiner neoimperialen Ideologie in der Macht ist. Ja, natürlich. Also Russland ist eine imperiale Macht. Was Rudi sagt, ist auch richtig. Russland war schon immer imperial. Ich meine, deutsche Linke sollten mal bei Karl Marx nachlesen. Da steht es drin. Ja, ist Punkt, da steht es drin. Karl Marx hat schon das zaristische Russland als imperiale Macht. Und zwar nicht nur mit Blick auf den Zaren, sondern mit Blick auf seine geostrategische Lagerung als imperiale Macht. Das heißt letzten Endes, egal wer dort regiert, wird einen imperialen Zug entwickeln. So. Russland ist eine imperiale Macht. Das Interessante ist, ja, die Ukraine muss in die NATO. Da war ich lange Zeit sozusagen selber unschlüssig. Und habe viel so überlegt, wie kann man der Ukraine Sicherheitsgarantien geben, die nicht sozusagen eine NATO-Mitgliedschaft sind. Und letzten Endes muss ich sagen, ich bin zu dem Entschluss gekommen für mich, es gibt nichts, was man der Ukraine anbieten kann an Sicherheitsgarantien, das die beiden Bedingungen erfüllt, die mit Sicherheitsgarantien verbunden sind. Nämlich abschreckend auf einen potenziellen Angreifer zu wirken und gleichzeitig rückversichernd auf den Staat zu wirken, der sie hat. Und da kommen wir nur mit einem Artikel 5 für die Ukraine hin. Und ich würde sogar so weit gehen, letzten Endes kommen wir nur damit hin, sozusagen, wenn dann auch NATO-Einheiten irgendwo rund um Kiew oder Lviv stationiert sind. Also das, was wir im Baltikum machen, sozusagen so ein Tripwire, müssen wir dann auch in der Ukraine machen, würde ich sagen. Und by the way, Entschuldigung, Finnland. Ja, als Finnland seine NATO-Mitgliedschaft angekündigt hat, haben die üblichen russischen Verdächtigen gesagt, dass das alles ganz, ganz schlimm und Finnland sollte sich das überlegen, pipapo. Und gleichzeitig leert die russische Föderation ihr Material und ihre Truppen im Nordbezirk, weil sie sie in der Ukraine brauchen. Das heißt, die Russen haben jetzt eine 1300 Kilometer lange Grenze. Ich glaube, die Grenze mit den baltischen Staaten insgesamt war 600 Kilometer oder sowas. Die haben jetzt eine neue 1300 Kilometer lange Grenze mit einem NATO-Mitgliedstaat und haben ihren nördlichen Bezirk, der genau sozusagen den Norden sozusagen schützen sollte, den haben sie geleert. Und nach dem 24.02. haben sie kaum das Argument NATO-Osterweiterung noch in dem russischen Narrativ. Das hören Sie ganz, ganz selten. Und jede Rede von Putin oder jede Rede, sozusagen jedes Interview von Pesco, also den, würde man sagen, zwei sehr zentralen Akteuren, da finden Sie kaum was von der NATO. Da finden Sie viel sozusagen von den Nazis in der Ukraine und der Demilitarisierung und dem. Man hört das nur bei Alt-SPD-Lern, diese Sache. Genau, und dem Ruski Mir und so weiter. Aber die NATO spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in dieser Argumentation, warum man diese Spezialoperation in der Ukraine macht. Wir haben viele Meldungen, wir hatten hier eine, dann kommen Sie und dann da hinten. Jawohl, sehe ich, da sind auch noch mehrere. Ja, also russische Föderation. Schon der alte Adenauer, der alte Fuchs sprach ja niemals seinerzeit von der Sowjetunion, sondern immer von Sowjetrussland. Das nur als Vorbemerkung. Meine Frage, gibt es keine Möglichkeit, diese sogenannte russische Föderation, dieses Putin-Reich mit Repression nach innen, die ja immer zunimmt, die Nachrichten verdichten sich ja, gibt es keine Möglichkeit, da einzuwirken? Meine Frage, ist diese Föderation eigentlich der rechtlich Nachfolgestaat der alten Sowjetunion? Da fiel mir neulich ein, könnte man denn da nicht den alten Helsinki-Prozess aus der Kiste holen, versuchen zu reaktivieren, war ja damals ganz wirkungsvoll. Der Unterschied zwischen der Sowjetunion 1973, die sich auf Helsinki eingelassen hat, und dazu muss man ja wissen, dass die ursprüngliche Idee dieser Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das war ja keine westliche Idee, sondern die fing ja an, 54, 58, ich weiß es nicht mehr, mit dem sogenannten Rapaki-Plan der Polen. Und die Russen haben das in den 90er Jahren und in den 2000 Jahren wieder aus der Kiste rausgeholt. Da ging es ja immer sozusagen um, ja, wir müssen jetzt diese Entspannungskonferenz machen zwischen den Europäern und den Russen. Klammer auf, ohne die USA und den Kanadiern.
Warum? Weil man dann wusste, dass man machtpolitisch sozusagen in der Lage ist, die Europäer auseinanderzutreiben. So. Und erst als die Russen sich eingelassen haben, also die Sowjets sich eingelassen haben, 1973 die Amerikaner zu akzeptieren und die Kanadier dann in diesem Prozess, konnte der Prozess gestartet werden. So, was ist der große Unterschied? Was ist wirklich der große Unterschied zwischen der Sowjetunion 1973 und Russland 2023? Die Sowjetunion war insofern in Europa keine revisionistische Macht. Die wollte durch den Helsinki-Prozess ihren Status quo gesichert haben. Das heißt, im Helsinki wurde anerkannt die Unverletzlichkeit der Grenzen. Das fanden die Sowjetunion super, weil sie immer die Vorstellung hat, diese Revanchisten in Europa, die wollen letzten Endes, wenn sie können, mit den Truppen einmarschieren und dann wollen sie, also dann wollen die Deutschen wieder Schlesien zurück und dann sollen Grenzkorrekturen vorgenommen werden. Also war Helsinki für die Sowjetunion ein durchschlagender Erfolg, weil man akzeptierte, ihr habt einen Einflussbereich. Das wollten die. Ja? Russland sozusagen ist eine revisionistische Macht. Die wollen nicht, dass man ihre Grenzen anerkennt. Die wollen sozusagen, dass man Grenzen anerkennt, mit denen sie nichts zu tun haben. Nämlich Brief vom 18. Dezember, 17. Dezember an Blinken und an den NATO-Generalsekretär. Die komplette Rückabwicklung von all dem, was seit 1997 in Osteuropa passiert ist, sicherheitspolitisch. Das heißt, die wollen ein Cordon sanitaire schaffen, letzten Endes, der dort endet, wo die deutsch-polnische Grenze ist. Und das ist natürlich inakzeptabel. Deswegen ist Helsinki überhaupt gar kein Modell. Zwei Fragen. Welche europäischen Gesetze werden von Twitter alias X verletzt? Und zweitens, sind Sie der Meinung, dass alles, was nur möglich ist, auf diplomatischem Wege zu einem Ende des Ukraine-Kriegs zu kommen, ausgeschöpft worden sind? Und ja. Also diese ganzen Versuche, sozusagen Hate Speech zu unterbinden, die Tatsache, dass Elon Musk fast die gesamte juristische Abteilung abgebaut hat, die sich sozusagen damit beschäftigt hat, Accounts zu sperren, dass er sozusagen Accounts wieder zugelassen hat, die offen Antisemitismus, offen sozusagen Nazi-Propaganda betreiben, dass er wieder Accounts zulässt, die politische Desinformation betreiben, das verstößt alles gegen europäische Gesetzgebung. Das verstößt alles gegen sozusagen die Digitalgesetzgebung der Europäischen Kommission. So. Und warum nicht verboten? Keine Ahnung, müssen Sie in Europa nachfragen. So. Weil es letzten Endes, glaube ich, noch immer eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen ist. Das ist das Problem. Ja, publizieren tue ich schon in Zeitschriften und Verlagen. So, aber ich wüsste sonst nicht, wo ich beleidigen soll. Ja, und ich meine, die Politiker nutzen alle Twitter. Ja, also genau. Journalisten nutzen alle Twitter. Und da sind die Alternativen, Blue Sky und was da jetzt alles diskutiert wird, noch viel weniger bekannt als, sagen wir mal, unter Leuten, die einer bestimmten wissenschaftlichen Fachcommunity angehören. Das Gleiche gilt übrigens für Facebook. Facebook verletzt auch sozusagen über das Community Management massiv europäische Gesetzgebung. Aber Facebook ist halt noch immer, keine Ahnung, da sind noch mal 1 Milliarde Menschen oder sowas, das sind Facebook-Nutzer und davon sind ein paar 100 Millionen, weiß ich nicht, auch in Europa. Und das sind alle solche Sachen, da wird man sich dreimal überlegen, ob man die morgen zumacht, weil man dann nicht weiß, wie sozusagen die Bevölkerung reagiert. Diplomatisch, ja. Also ich meine, wie viele diplomatische Initiativen hatten wir, die in Moskau waren? Sowohl vor diesem Krieg als auch während des Krieges. Man muss einfach mal Folgendes anerkennen, und das ist das, was mich wirklich zum Wahnsinn treibt, derjenigen, die einfach sagen, man muss jetzt mal eine diplomatische Initiative starten. Es gilt in der internationalen Politik und im Krieg immer Folgendes, oder in einem gewalttätigen Konflikt, es braucht immer zwei. Wenn Sie eine diplomatische Initiative starten, brauchen Sie immer jemanden, der potenziell bereit ist, auf diese diplomatische Initiative einzugehen. Was Sie aus Moskau hören, ist seit dem 24.02. das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Wir werden diesen Krieg zu Ende führen, wir werden die Ukraine zerschlagen, Verhandlungen wird es nur geben, wenn man die territorialen Realitäten in der Ukraine anerkennt. Was aus russischer Perspektive bedeutet, 4 illegal annektierte Oblaste plus die Krim, darüber wird nicht verhandelt, die gehören Russland. Wir können über andere Sachen verhandeln, über was soll man denn dann verhandeln? Ja? Aber das sozusagen gehört Russland. Also, es gibt einen Akteur, das muss man ganz einfach so sagen, der sich beständig die sämtlichen Lösungsmöglichkeiten verweigert und keine Möglichkeit auslässt, sozusagen zu sagen, dass er gewillt ist,
Heute Shoigu, der sagt, der Krieg wird bis 2025 weitergehen. Ja? Das heißt, Russland stellt sich ökonomisch auf einen langen Krieg ein. Die basteln ihre eigene Kriegswirtschaft, was, glaube ich auch, wenn ich das ökonomisch richtig verstehe, zum Teil das Wachstum in der russischen Wirtschaft erklärt. Also es ist ein künstlich geschaffenes Wachstum, kein natürliches. Kann man das so sagen, Rudi? Ja, absolut, weil man muss sich, also zunächst mal ist es ohnehin die Frage, inwieweit man der russischen amtlichen Statistik überhaupt trauen kann. Wir wissen auch, was das, die Konsumzahlen sprechen eine andere Sprache, und man hat sehr häufig in Kriegssituationen, dass Bruttoinlandsprodukte nach oben gehen, aber das ist dann in dem Fall kein Maß für Wohlfahrt, dann will man sich wirklich privaten Konsum angucken. Und selbst der private Konsum wird da noch wohlfahrtstheoretisch nicht richtig gemessen, weil einfach verschiedene Varianten aus dem Ausland, die durch den Export normalerweise reingekommen, also die Tatsache, dass man eben zu McDonald's gehen kann oder zum Burger King, auch das fällt alles weg. Also insofern, und wir haben schon Hinweise darauf, dass der private Konsum sehr, sehr schwach ist in Russland, was eben genau einer Kriegswirtschaft entspricht. Und das ist in dem Fall dann tatsächlich wohlfahrtstheoretisch relevant. Ob das natürlich bedeutet, und das ist die andere große Frage, dass die russische Bevölkerung tatsächlich irgendwann mal sagt, enough is enough, das steht auf einem ganz anderen Blatt, das erwarte ich auch nicht unbedingt. Es ist aber schon so, dass natürlich Russland auf Jahre hinaus durch diesen Krieg geschwächt ist. Es sah vorher schon nicht gut aus, was sozusagen die technologische Innovationskraft des Landes angeht, aber jetzt ist es nochmal, also mit der massiven Emigration von Humankapital, von jungen Informatikern, es ging ja durch die Presse, die Tatsache, dass sie eben nicht mehr an westliche Technologie kommen, also auch in diesem Innovationsprozess, in diesem Verschieben der Technologiegrenze, der Technologiegrenze auf der Welt einfach nichts mehr damit zu tun haben, das ist natürlich katastrophal für die russische Wirtschaft, auch in der langen Frist. Ich würde nochmal sagen, ich meine, Sie verheizen, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, zwischen 170.000 und 250.000 Leute, die entweder tot sind oder schwerst verwundet sind, die der russischen Volkswirtschaft auch nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und die alle sozusagen zwischen 18 und, ich sage es mal, 45 sind. Ich traue mich gar nicht, die Frage zu stellen, weil ich nicht weiß, wie lange die Antwort sein wird. Und die sind ja sehr informativ. Danke erstmal für den Abend. Viele interessante Impulse bekommen. Tolle Zusammenhänge. Ich habe heute gelernt, dass die Amerikaner sich gar nicht so sehr für den Ukraine-Krieg und für den Konflikt mit Russland interessieren, weil sie eigentlich eine andere Baustelle haben, dass das unser Job ist. Habe ich so ein bisschen gelernt. Ich habe gelernt, dass wir eigentlich Richtung Afrika gucken sollten, gut beraten wären, wenn wir das tun würden. Ich habe aber immer Deutschland gehört und ich habe nicht Europa gehört oder habe viel Deutschland gehört. Und mich würde interessieren, wir sind die viertstärkste Volkswirtschaft, wir sind sicherheitspolitisch nicht so gut aufgestellt, wie wir vielleicht sein könnten oder sollten. Was können wir tun, um diesen Prozess, diese beiden Aufgaben als Europa voranzubringen? Danke. Wird wahrscheinlich jetzt länger dauern mit der Antwort. Nee, ich würde es ganz kurz beantworten, in dem Sinne, dass ich Ihnen zustimme. Es ist allerdings, also idealerweise will man das, in einer idealen Welt würde man das ganz auf einer europäischen Ebene machen, und sind wir nicht in dieser Lage. Wir haben die Vereinigten Staaten von Europa nicht. Und dann ist es die Aufgabe eines, wenn man so will, kleinen, wohlwollenden Hegemons innerhalb Europa, das Deutschland ist, diese Führungsrolle dann einfach auch politisch zu übernehmen und Europa zusammen mit Frankreich vermutlich in dieses Boot zu ziehen und eben für diese diplomatischen Initiativen auch innerhalb Europas größtmögliche Zustimmung zu finden. Also ich stimme Ihnen da eigentlich zu, aber es gibt sozusagen bestimmte realpolitische Realitäten in Europa, wo man das nicht unbedingt Brüssel alleine überlassen kann. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, als ich von diesem hohen Kommissar für Afrika gesprochen habe, da hatte ich eigentlich tatsächlich eine Initiative von Brüssel und nicht von Deutschland im Sinne. Ich mache es noch kürzer, alles, was Rudi Bachmann sagt. Sehr gut. Ich habe drei Meldungen wieder, erst hier, dann hier und dann Sie. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Ukraine. Navid Kermani hat in der Zeit einen längeren Artikel geschrieben, den ich persönlich sehr gut fand,
Was halten Sie davon, von diesem Artikel, der ja Folgendes sagt, nicht jetzt machen wir mal, das Wichtigste ist schnell Frieden machen oder macht mal das und jenes, sondern der ja kombiniert die klare Notwendigkeit, die Ukraine auch mit Waffen zu unterstützen, aber gleichzeitig sagt, es fehlt bisher jedenfalls publik und öffentlich wirksam, vielleicht auch moralisch wirksam, eine europäische Initiative für einen Waffenstillstand herzustellen, das parallel läuft. Nicht? Also er hat, finde ich, eine ganz interessante Kombination mit dem Ziel, zunächst mal die Schießerei zum Stillstand zu bringen. Und wenn man das machen würde, dann wäre zumindest aus meiner Sicht möglich, dass in der Weltöffentlichkeit klar wird, das, was Sie sagen, Herr Musalla, ja, das ist sonst nicht so klar, dass eine Initiative ergriffen wird, aber dass die glasklar von den Russen zurückgewiesen wird. Dazu muss man allerdings bei der Initiative auch ein gewisses Konzept vorlegen, nicht wie das aussehen sollte oder könnte, aus jedenfalls aus der westlichen Sicht. Also europäische Initiative aus dem Bereich. Da würde mich interessieren, was Sie von diesem Gedankengang halten. Also ich habe mich zu dem Navid Kermani-Artikel auch... Ich empfehle Ihnen, was haben wir heute, Mittwoch, ne? Ich empfehle Ihnen, morgen die Zeit zu lesen. Da wird eine Erwiderung auf Navid Kermani erscheinen. Und die finde ich überzeugender als den Navid Kermani-Artikel. Der Punkt ist folgender. Warum sollen wir Europäer, das ist so die große Frage, die ich habe, die sozusagen genauso wie die Vereinigten Staaten die Ukrainer massiv mit Waffen unterstützen, warum sollen wir in Moskau die Möglichkeit haben, mehr Druck auszuüben? Warum? Das kann mir keiner beantworten. Der zweite Punkt ist, wir laufen in die Gefahr, und das ist ja, das ist das, was Putin will, dass ein Waffenstillstand als taktische Pause genutzt wird. Und wir sehen jetzt nochmal, das ist nochmal der dritte Punkt. Alles, was, also, wir haben eine, der Einfluss der Chinesen ist größer auf Moskau als der Einfluss sozusagen Berlins, selbst Washingtons, weil Russland ist so abhängig von den Chinesen, ja, die legen einen eigenen Friedensplan vor. Jetzt kann man über den halten, was man will. Aber die Reaktion, einen Tag, nachdem sozusagen dieser chinesische Sondergesandte in Moskau war, lässt der Kreml verlauten, das sei ein interessanter Plan, aber die Zeit sei noch lange nicht reif dafür. So, und das sind die engsten Verbündeten. Ne? Also Russland muss immer befürchten, wenn die Chinesen sich von ihnen abwenden, dann haben sie wirklich ein Problem. Und sie schlagen ihrem engsten Verbündeten im Prinzip ins Gesicht mit diesem Friedensplan. Ich glaube, das ist so ein altes Denken, dass wir glauben, dass wenn wir Europäer jetzt auf die Weltbühne treten, dass dann Moskau sofort pariert. Ja? Und der Punkt ist, wir sind in dem Sinne, sind wir ja aus der Sicht Russlands, sind wir ja Konfliktpartei. Wir sind Kriegspartei. Die bezeichnen uns ja als Kriegspartei. Ja? Warum sollen sie auf uns mehr hören als auf China? Ich halte wenig momentan für aussichtsreich. Ne? Aber wenn, dann ist es genau diese Kaskade der Länder, um die sich Russland ja sehr bemüht als Verbündete, also der sogenannte globale Süden, bescheuerter Begriff, aber ich benutze ihn jetzt mal, dass die den Russen sagen, Leute, es ist Schluss, es geht nicht, wir können euch nicht mehr unterstützen. Dass sie merken, sie werden dort isoliert, weil bei uns sind sie ja schon isoliert. Dann kann sich vielleicht was bewegen. Allerdings bin ich skeptisch, das sage ich ganz ehrlich, ich glaube, mit Putin wird es keinen Frieden geben. Punkt. Ich glaube, mit Putin wird es keinen Frieden geben. Das persönliche Schicksal von Putin ist so eng verknüpft mit diesem Krieg, dass er sozusagen als ein Verhandlungspartner, egal mit wem, ausscheidet. Mit Putin wird es keinen Krieg geben, keinen Frieden geben. Das ist eine Überzeugung, zu der ich sozusagen in den letzten Tagen gekommen bin. Ich habe immer gedacht sozusagen, wenn man die militärische Logik ändert, dann geht auch ein Putin an den Verhandlungstisch. Jetzt sage ich, man muss die militärische Logik ändern, damit sozusagen in Russland irgendwas passiert, dass Putin nicht mehr Präsident ist. Dann gibt es zwar Leute, die sozusagen die gleiche Agenda verfolgen, aber die vielleicht realisieren, dass sie jetzt irgendwie Kompromisse machen müssen, weil ansonsten wird es noch schlechter werden. Aber ich glaube mittlerweile mit Putin, Putin scheidet als Verhandlungspartner aus. Der ist so sozusagen mit diesem Krieg und seinem Erfolg verknüpft innenpolitisch, dass er kann diesen Krieg nicht verlieren aus seiner Sicht heraus. Er muss ihn gewinnen. Und die russischen Streitkräfte, das ist das Problem, können ihn nicht gewinnen. Ja, das sehen wir ja auch. Sie können ihn nicht gewinnen. Sie kommen nicht über sozusagen das, was sie halten, hinaus.
und Putin kann ihn nicht verlieren. Und das macht diese ganze vertrackte Situation aus, von der ich jetzt mittlerweile glaube, die wird mit Putin nicht aufgelöst werden. Die wird nur nach Putin aufgelöst werden können, vielleicht. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich fand, es war ein sehr spannender Abend. Gerade die ökonomischen Perspektiven fand ich irgendwie sehr, sehr erleuchtend. Und genau da geht meine Frage auch hin. Wir haben ja festgestellt jetzt über den Abend, dass Russland durchaus überschätzt hat, wie abhängig wir von ihnen sind oder dass wir auch viele Dinge einfach woanders bekommen können auf der Welt. LNG-Terminals wurden sehr schnell gebaut. Darüber beziehen wir jetzt einen Großteil unseres des Flüssiggases. Aserbaidschan ist ein großer Lieferant. Aserbaidschan ist jetzt nun aber auch ein Regime, was sehr offensiv, aggressiv auftritt im Karabach-Konflikt. Es geht um ethnische Säuberung oder auf jeden Fall, es werden hunderttausende Menschen vertrieben aus Regionen, in denen ihre Vorfahren seit tausenden von Jahren leben. Ist das eine Nachfolge oder eine Folge dieses Konfliktes, dass Aserbaidschan sich jetzt ermutigt sieht, die Europäer sind dort gebunden in Russland, das heißt, wir können das jetzt tun. Werden wir mehr solcher Situationen sehen, dass einfach kleinere Staaten, die auch sinistre Motive haben, dass sie diese ergreifen werden? Und müssen wir uns eigentlich, oder ist es ein saurer Apfel, in den wir immer beißen müssen, dass wir uns immer abhängig machen müssen von Staaten, mit denen wir eigentlich nichts gemein haben, außer dass wir abhängig von ihnen sind? Ja, zur Kausalität, Aserbaidschan jetzt sozusagen macht starken Mann, weil sie das Gefühl haben, dass wir sie eher brauchen, das überlasse ich Carlo. Ich würde es nicht ausschließen, ich finde es einen interessanten Gedanken. Und am Ende des Tages muss man Ihre Frage vermutlich leider mit Ja beantworten. Was wir können, was wir, glaube ich, tun können, ist zu versuchen, nie mehr wieder so abhängig zu sein, dass wir erpressbar sind. Also Stichwort De-Risking, Portfoliostreuung. Das können wir machen. Zu glauben, dass wir nur Handel treiben können mit netten Regimen, mit netten Ländern, das ist nicht möglich. Das ist schon möglich, aber das würde dann in der Tat uns vielleicht nicht zurück in die Steinzeit, aber es würde uns deutlich ärmer machen. In einer Weise, die möglicherweise unsere eigenen Gesellschaften und Demokratien stabilisieren könnte. Insofern kann man den Weg nicht guten Gewissens empfehlen, aber man will schon finanzmarkttheoretisch eben nicht alle seine Eier in einen Korb legen, ja, sondern eben diversifiziert sein. Das haben wir jetzt hoffentlich gemerkt. Das wird auch für China eine gewisse Rolle spielen, denke ich. Diese Konsequenz wird dabei sein. Und dann wird man möglicherweise solche negativen Folgeeffekte durchaus haben und in Kauf nehmen. Und das ist das moralische Dilemma, in dem wir leben, in einer eben nicht perfekten Welt. Leider. Wir werden immer schmutzige Kompromisse machen. Das ist das Problem. Aber zu der ganzen geostrategischen Situation. Das ist jetzt nicht die Konsequenz dessen, dass wir Europäer gebunden sind, sondern das ist die Konsequenz dessen, dass die Russen als Ordnungsmacht daraus ausfallen. Ja? Egal, was für eine Ordnung sie da geschaffen haben, ne? Aber die Russen sind nicht mehr in der Lage, der Ordnungsmacht zu sein. Nicht umsonst hat Aserbaidschan, das ist jetzt im Prinzip ja der dritte Angriff. Ne? Der zweite Angriff war ja vor ein paar Monaten und er ist ja nicht umsonst erfolgt, weil die Russen ihre Basis in Armenien komplett geleert haben, um das ganze Zeug in die Ukraine zu schaffen. Was machen die Armenier jetzt? Die Armenier nähern sich an den Amerikanern an. Die sehen sozusagen, die Russen können keine Schutzmacht mehr sein, also gehen sie an die Amerikaner ran. Das ist das eine, was wir da haben. Ne? Wir sehen in Ländern wie Turkmenistan, Usbekistan, dass da so in Ansätzen diese alten Konflikte, die wir in den 90er Jahren, also als die sozusagen Nationalstaaten wieder geworden sind oder neu geworden sind, dass die wieder anfangen hochzukochen. Wohin das führen wird, ich will ja jetzt nicht sozusagen das große Panikfass ausmachen, das wissen wir nicht. Aber wir sehen, eine Ordnungsmacht fällt aus und ja, im Prinzip kann man sagen, Kaukasus und Zentralasien könnten in Flammen aufgehen. Kasachstan hat sich komplett von Russland losgesagt und macht sozusagen ihre Geschäfte jetzt mit China. So. Das ist das, was in den nächsten Jahren sozusagen durchaus konfliktiv werden könnte, diese ganze Region. Und ich sage jetzt mal Folgendes, egal wie dieser Krieg ausgeht, ich schließe auch nicht aus, dass wenn Sie Rudi Bachmann und mich in 5 Jahren nochmal einladen,
dass wir dann über ein Russland reden, das territorial kleiner ist als das Russland, über das wir heute reden. So. Und das wird nicht so glimpflich ablaufen, wie die Implosion der Sowjetunion abgelaufen ist. Und das sind alles Folgen dieses Krieges, ja. So, wir sehen uns also in 5 Jahren wieder, habe ich jetzt vermerkt. Noch eine Frage. Ja, ich finde die Debatte in Deutschland immer extrem befremdlich zum Ukraine-Krieg. Meine Familie kommt aus Kroatien, wir hatten auch einen Krieg in den 90ern und wir haben nicht verhandeln können. Wir hatten einfach Leute im Land, die dann, und wir haben dann eine Offensive gemacht und dann haben wir 200.000 Serben rausgeschafft und getötet. Und deshalb ist Kroatien jetzt in der EU, in der NATO, in Schengen und im Euro und ein stabiles Land und hat nicht irgendwelche komischen Destabilisierungen wie im Kosovo. Und ich verstehe, ich frage mich, hat die Ukraine so ein ähnliches Szenario? Was sind die Wege zum Sieg der Ukraine? Und wie viele Russen müssen dafür sterben? Das beantwortest du, Carlo. Einer der großen Punkte ist ja, dass wir alle nicht wissen, was Sieg und Niederlage in diesem Krieg bedeutet. Punkt. Das wird ja, also ich sag mal so, das wird von den Europäern und auch den Amerikanern nicht ohne Grund offen gelassen. Ne? Das ist aber auch, wenn man sich die militärische Situation vor Ort anguckt, eine offene Frage. Auch die Ukrainer, also die Ukrainer äußern sich dazu, natürlich, klar. Also für die ist klar, russische Truppen müssen das Land verlassen. So, komplett. Die offene Frage ist, durch einen militärischen Sieg oder durch politische Verhandlungen? Ich glaube, es ist total unrealistisch, dass sozusagen die Ukraine in der Lage sein wird, die Russen komplett militärisch zu vertreiben. Also letzten Endes, der letzte Russe, der da militärisch rausgeht, wird das im Zuge von Verhandlungen tun. Aber deswegen ist es so schwierig, die Frage zu beantworten, was bedeutet eigentlich Sieg und was bedeutet Niederlage in diesem Krieg. Weil das eine dynamische Situation ist. Wir müssen uns darauf zu konzentrieren, in diesem Krieg zunächst einmal die Voraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen. Und diese Voraussetzungen für Verhandlungen, davon bin ich noch einmal überzeugt, die liegen nur darin, dass man die militärische Logik der Russischen Föderation ändert. Nämlich, was wir auch aus der Forschung kennen, das ist jetzt nicht sozusagen das, was ich jetzt einfach hier aufmache, sondern aus der Forschung kennen, in dem Moment, wo eine Konfliktpartei befürchten muss, vom Fortgang des Konfliktes mehr zu verlieren, als sozusagen zu gewinnen, sind sie bereit zu verhandeln. Da kommen wir zu ihrem Kroatien zurück. Das war Sie reden von der Krainer-Offensive damals, ne? Genau. So, das war der Wendepunkt. Weil da mussten dann plötzlich die Serben befürchten, und der alte Vance-Owen-Plan, der sah ja immer 51 Serben, 59 Kroaten und Bosnien-Herzegowina, Bosniaken vor, in territorialer Aufteilung. Und nach dieser Krainer-Offensive mussten die Serben plötzlich befürchten, dass sie diese 51% nicht mehr bekommen. Weil sozusagen die kroatischen und die bosnischen Streitkräfte einen Run hatten. So dass Washington auf die Kroaten und die Bosnier einwirken musste, zu sagen, Jungs, jetzt mal auf die Bremse treten. Und dann sind sie alle halt nach Dayton gelaufen und haben dann das Abkommen gemacht. Aber genau diese Situation muss eintreten. Ja, das ist die einzige Möglichkeit momentan, in der es eine realistische, und mein Problem ist, dass ich sage, das wird mit Putin nicht funktionieren. Ja? Also glaube ich sozusagen, dass dann die Möglichkeit besteht, dass sozusagen irgendjemand, ich sage es ganz brutal, sind wir noch live? Ja, ist egal. Dass irgendjemand im Kreml in das Büro von Putin geht und ihm eine Glock auf den Tisch legt und sagt, du hast 5 Minuten Zeit. Ja? So, aber sie müssen die militärische Logik der Russischen Föderation verändern. Solange die glauben, sie können diesen Konflikt gewinnen, werden sie sich nicht an den Verhandlungstisch begeben. So, wenn die Ukrainer erschöpft sind, weil sie keine Munition mehr haben oder sozusagen keine Menschen mehr haben, die kämpfen können, dann hat Russland gewonnen. Da ist Sieg relativ klar zu definieren. Auf der anderen Seite ist es problematisch, Sieg zu definieren. Deswegen sage ich, wir sollten uns zunächst einmal auf diese militärische Logik konzentrieren und danach kann man sich nochmal darüber unterhalten, was heißt Sieg, was heißt Niederlage und was sind Verhandlungsergebnisse. Ich habe vom Moderator das Zeichen bekommen, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Es ist ja auch schon einige Zeit vergangen. Da wir ein rein männlich besetztes Podium haben, glaube ich, ist es nur angemessen, wenn die letzte Frage einer Frau zusteht.
Ja, danke schön. Ich wollte die Frage stellen, was wir eigentlich mit der russischen Diaspora machen. Und zwar bin ich im Netzwerk Feministische Außenpolitik der SPD und ich habe sehr viel mit friedensbewegten alten Männern zu tun in der SPD, die mir diese Frage nicht beantworten können und auch nicht im Bilde darüber sind, wie es eigentlich um sie bestellt ist. Wir haben eine große, mächtige russische Diaspora aus Frauen, aus queeren Menschen, Feministinnen. Wir haben uns auch schon als Netzwerk mit denen in Wien getroffen zum Beispiel, aber auch eine aus dem Netzwerk sitzt in Serbien in der deutschen Botschaft und ist auch in der mit der Diaspora in Kontakt. Wir haben aber in Deutschland keine Visa. Und mir konnte unser Fraktionsvorsitzender nicht beantworten, warum das SPD-geführte Innenministerium nicht genügend Visa vergibt, warum wir nicht massiv diese Diaspora, die Zukunft eigentlich Russlands ja in sich trägt, unterstützen. Also was machen wir damit? Was machen wir dafür? Ja, also das ist vielleicht nicht meine Expertise. Da wäre ich zum Beispiel, also ich würde da erstmal zuhören, wenn ich Politiker wäre und mit dieser Diaspora in Gespräch kommen und mir anhören, was sie glauben, dass wir tun können. Mit der Visa-Frage, ich vermute, dass das Gegenargument sein wird, dass man da sozusagen nicht Schläfer sich reinholt oder eigentlich Putin-Getreue oder Spione sich reinholt. Ich weiß nicht, wie real die Gefahr ist, das kann ich nicht einschätzen, bin kein Experte. Ich würde es aber noch weiter treiben wollen, und das ist jetzt eine ökonomische Antwort, die vielleicht einige Leute unethisch empfinden würden, aber ich habe immer zumindest dafür plädiert, darüber nachzudenken, dass wir also natürlich mit dieser Diaspora ins Gespräch kommen, aber warum auch noch nicht einen Schritt weiter gehen und zum Beispiel versuchen, russische Soldaten rauszukaufen, also zum Beispiel Geld auf den Tisch zu legen, um Desertion im Grunde genommen zu initiieren. Warum nicht? Ja, teile ich absolut. Der Punkt ist, ich habe keine Ahnung, warum die keine Visas bekommen, ganz ehrlich. Aber letzten Endes muss man ganz einfach sagen, diese Menschen werden aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten 15 Jahren nicht nach Russland zurückkehren können. Also sollten wir alles dafür tun, dass sie Teil unserer Gesellschaften werden. Punkt. Und das heißt natürlich Visa, Aufenthaltserlaubnisse, Arbeitserlaubnisse und alles, was dazugehört. Das wäre mein Punkt, ohne die Rechtslage zu kennen und so weiter. Alles, was mit Blick auf Schläfern ist, da muss man halt diesen Prozess ein bisschen langsamer machen. Dafür haben wir Sicherheitsdienste, die das überprüfen können. Ja? Aber letzten Endes, diese Menschen haben keine Perspektive, weil sie nicht nach Russland zurückkehren können in der nächsten Zeit. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von denen high-skilled sind, highly-skilled. Und auch mal ganz blöd, ne? Ganz blöd vom Arbeitsmarkt, die gehen dem Arbeitsmarkt hier verloren. Warum zum Teufel sollen die im Arbeitsmarkt hier verloren gehen? Also würde ich sagen, sofort alles sozusagen im Prozess in Gang zu setzen, an dessen Ende sozusagen diese Menschen hier leben können, wie wir hier leben. Punkt. Freue ich mich sehr über die Resonanz, auch über die sehr konzentrierte und sehr gute Diskussion auch im Publikum, sehr qualitative Beiträge und auch von den Podianten. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung und fürs Organisieren. Und man muss sagen, das Ganze kam nur durch Twitter zustande. So kennen wir uns nämlich. Ja, das stimmt tatsächlich. Also wenn Sie die Herren Masala und Rudi Bachmann, ein bisschen kompliziertere Namen wie meiner, ja, also M. Mausch auf Twitter, dann können Sie, da sind die ganz oben verlinkt, die beiden. Dann können Sie denen also folgen und mir natürlich auch gerne. Und wir sehen uns nach dem Krieg um 5. Ja. Okay.